Herzlich willkommen zu unserer Webinarreihe Futures Handel zur US-Börseneröffnung. Das machen wir natürlich wie immer mit Heiko Behrendt. Ich freue mich, dass er heute wieder hier mit dabei ist. Und natürlich freue ich mich auch, dass Sie heute live dabei sind und sich für das Webinar interessieren. Mein Name ist Nelson Cardoso Neto. Ich begrüße Sie im Namen von FX Flat. Und wir schauen uns direkt mal den Risikohinweis an, denn wie immer dient dieses Webinar nur zu Schulungs- und Informationszwecken, unabhängig vom Inhalt. Also, ob der Heiko vielleicht sogar den einen oder anderen Trade macht, müssen Sie Ihre eigene Entscheidung treffen und dürfen dieses Event bitte nicht als Handelsempfehlung oder Anlageberatung verstehen. Aber Heiko hat mal wieder ein sehr interessantes Thema dabei. Deswegen gebe ich auch direkt den Bildschirm weiter. Wünsche viel Erfolg, viel Spaß, aber ich bin nicht weg. Ich bin im Hintergrund, wenn irgendwas ist oder der Heiko sich einsam fühlt. Oh, hast du auch schön gesagt. Ja, wunderschönen guten Tag, herzlich willkommen zum heutigen Ausbildungs- und Trading-Teil mit dem Stair Trader und Future Handeln. Und ja, ich teile meine Webinare gerne ein in zwei Teile, nämlich einmal ein bisschen Ausbildung. Und das Thema seht ihr schon, also was ihr oder du da draußen bei längeren Analysen im Future wissen muss, auf was man da achten sollte. Vor allem, wenn man sich mit dem Future Trading befasst, kommt man irgendwann an diesen Punkt halt hin. Und ich denke, das ist da, deswegen da der kleine Ausbildungsanteil. Und danach gehen wir dann ein bisschen ins Live-Trading rein, mal gucken, ob es so gut klappt. Ich hatte gestern bei einem anderen Broker auch Live-Trading. Da sind immerhin 50 Punkte in den ersten 10 Minuten, ja, 15 Minuten Skype-Trading rumgekommen. Weiß nicht, ob das heute hier auch so der Fall ist. Und dann schauen wir mal, wie es denn so vorangeht, wie ihr mitarbeitet, wie lange das Webinar dann geht. Also typischerweise ist so geplant, so 16 Uhr, 16:30 Uhr, so in der Drehe. Gut, da es heute mein drittes Webinar ist, ist die Stimme, merke ich doch schon einiges. Ist schon ganz gut angeschlagen. Aber ich halte durch. Kaffee ist gemacht, also von daher kann es losgehen. So, dann steigen wir mal ins Thema ein, was du bei längeren Analysen im Future wissen musst. Und da gehen wir mal direkt mal rein in die Präsentation. Als erstes vielleicht nochmal ganz kurz so ein Vergleich zwischen Future und Index. Was wir bei einem Future halt haben, da ist ja so, in einem Future haben wir eine begrenzte Laufzeit, meistens so von 3 Monaten. Ihr kennt das ja, die großen Verfallstage, das sind dann auch immer da, wo die Futures verfallen. Das heißt, ich habe da meistens auch nur eine kurze History. Die Futures laufen aber, sind aber vorläufig. Also man kann jetzt schon den Future handeln, ich glaube, bis zu 2 Jahren oder maximal, glaube ich, 3 Jahre. Ich weiß es nicht so ganz genau, ist auch ein bisschen unterschiedlich von Börse zu Börse im Voraus. Das Problem ist aber, dass da jetzt überhaupt nicht gehandelt wird. Das heißt, man sieht da auch, also man sieht da kaum eine Kerze, also Intraday-Chart kann man eigentlich gar nicht anmachen. Ja? Also da findet auch ganz wenig Umsatz statt. Also sagen wir so, die Haupthandelzeit sind immer in den Futures, die von einem Kontraktmonat zum nächsten Verfallsmonat dann laufen, also immer 3 Monate laufen. Das sind genau die dort an der Stelle das meiste Volumen ausbilden. So, theoretisch kann man da halt auch nur 3 Monate zurückblicken. Das kann man aber technisch alles umgehen, indem man das zurückrechnet. Das ist auch möglich. Der größte oder das, was halt ein großes Problem nämlich darstellt, ist das sogenannte Aufgeld. Das schauen wir uns auch gleich nochmal im Detail an. Das sind so Zinsen, Dividenden, Cost of Carry, also alles Kosten, die dort inkludiert sind, bezeichnet man allgemein als Aufgeld oder als Premium, die dann halt da oben drauf kommen. Da, wo die Zinsen damals so gering waren, also bei null waren, da war es sogar so, dass teilweise wir ein Abgeld hatten. Und es gibt auch Futures, da haben wir durchaus auch ein Abgeld. Also das heißt, da ist der Future unter dem, also bei einem Abgeld ist der Future unter dem aktuellen Indexstand, bei einem Aufgeld ist er über dem aktuellen Indexstand, werden wir dann gleich sehen. Den Future hingegen gegenüber einem Index kann ich halt direkt handeln, ganz klar, normal kaufen, verkaufen, Angebot, Nachfrage. Das kann ich halt mit dem Future halt machen. Dagegen, wenn ich mir einen Index anschaue, beim Index ist es so, die Laufzeit ist unendlich, der wurde irgendwann mal emittiert, der Index, und läuft so lange, wie es den Index halt gibt. Sicherlich der ein oder andere Index. Ich meine, der DAX wird jetzt nicht einfach verschwinden, aber auch diese Indizes verändern sich
fast tagtäglich in der Gewichtung oder aber auch in ihrer Zusammensetzung. Ja, so steigen halt im DAX 40, also der DAX 40 wurde ja erweitert vom DAX 30, steigen Werte auf, es kommen wieder welche runter oder gehen welche raus. Das fällt jetzt auch nicht so weit auf, aber schlussendlich bildet der Index nur einen Punktwert ab, also der DAX, der Dow, der Nasdaq, wie auch immer, bilden halt nur den Wert der Einzelaktien ab, die da gerade enthalten sind, nicht mehr und nicht weniger. Ja. Und den Index an sich kann man halt nicht direkt handeln, nur mit einem Produkt. Entweder man handelt einen Future, man handelt einen ETF, man handelt einen CFD auf den Index, aber den Index als solches kann man nur dann, also kann man als solches nicht selber handeln, außer man kauft halt der Zusammensetzung des Index entsprechend einen Basket, dann hat man den DAX als solches gekauft, aber dann hat man auch jetzt aktuell 40 Einzelwerte drin. Und da muss man halt auch ein bisschen Geld auf den Tisch legen, wenn man da einmal den Index abbilden möchte, direkt über die Aktien. Und das ist auch nicht sinnvoll, weil natürlich man dann 40 Mal Ordergebühren hätte. Ja, darf man auch nicht vergessen. Schauen wir uns mal an, wie das aktuell aussieht, der Unterschied zwischen dem Future und dem Index. Wenn wir jetzt mal den 11.10., also heute, nehmen und schauen uns das mal an, denn der US-Tech, das ist der CFD, der steht aktuell bei 5.200 Punkte und der Future als solches, der steht aktuell bei 15.337 Punkte. Sprich, wir haben aktuell eine Differenz von 137 Punkte und diese Differenz wird bis zum nächsten Verfall, der ist am 15.12., wird das Ganze bis auf Null wieder abgebaut. Und da sieht man dann eigentlich schon die Schwierigkeit der Analyse, ja, wenn 137 Punkte einfach verschwinden im Chart. Wenn man sich das mal rein grafisch darstellt, dann sieht das Ganze so aus. Wir haben jetzt hier den Index, darüber den Future, der gerade 137 Punkte höher ist und am Ende der Laufzeit dann entsprechend auf Null absinkt. Ja, und damit sieht man es auch schon, die sehen zwar fast identisch aus, aber im Detail dann halt dann doch nicht, weil entsprechend hier sieht man es ja, hier haben wir ein Doppelhoch, ja, und hier ist das Hoch dann schon ein bisschen tiefer, ja, oder hier haben wir ein neues Hoch, oder und hier haben wir fast gar kein neues Hoch mehr. Ne? Also ich habe versucht, das mal so ein bisschen zu illustrieren, das Ganze. Und das ist dann halt die Schwierigkeit, wenn man jetzt eine Analyse nur im Future macht, ja. Und darauf ist dann zu achten. Wir können uns das Ganze mal im Detail nochmal anschauen. Ich bin deswegen nur darauf gekommen, weil nämlich ich letztens bei Twitter von jemandem was gesehen habe und da dachte ich, der wechselt immer. Warum macht derjenige das? Das ist halt auch so ein, ich sage jetzt mal, so ein Chart-Guru, ja. Und da dachte ich mir, der wechselt immer mal zwischen CFD und dem Future ab. Und macht da Analysen. Und dann habe ich halt gemerkt, warum er das halt macht. Und der einfache Grund ist, also wenn es im Future passt, dann nutzt, dann zeigt er die Future Charts, passt das Ganze, ja, weil es auch längerfristige Charts sind, passt das Ganze in einem CFD-Chart, dann macht er das im CFD, ja. Ja, und genau das ist halt dann deswegen als Fazit dann bei dem Ganzen würde ich dann auch sagen, also wenn ich jetzt natürlich heute den gestrigen Tageskurs nehme, dann sind das vielleicht ein oder zwei Punkte, die der Markt dann so über den Tag oder am Tag mal wechselt. Das ist jetzt nicht so dramatisch. Aber wenn ich zum Beispiel jetzt in meiner Analyse mal 20, 30 Tage zurückgehe, dann wird das schon echt ungenau. Und deswegen, also von reiner Future, längerfristiger Future-Analyse, meine Empfehlung ist es, davon durchaus so ein bisschen auch abzusehen. Ja, also zumindest zu wissen, dass das manchmal in dem Future, dass der Index vielleicht einen schönen Widerstandsbereich oder Unterstützungsbereich erreicht hat, der aber im Future noch gar nicht erreicht wurde. Und da würde ich dann schon so ein bisschen darauf achten, dass man auch immer wieder mit in den Index reinkommt. Wir schauen uns das Ganze mal an. Wir schauen uns das Ganze mal an. Wir haben jetzt hier den US-Tech, also den CFD. Und gestern war der Markt gestern schön an einem Widerstand dran. Ja, also hier zum Beispiel bis auf 5 Punkte an diesem Hoch halt einfach dran. Und von dem absoluten Hoch
Was man hier jetzt nicht, also es war nicht das absolute Hoch, ich habe jetzt einfach mal so 20 Tage oder so sind das, glaube ich, so rückwärts genommen. Da haben wir einen Unterschied aktuell von 316 Punkte, die bis zu dem letzten Hoch halt noch fehlen. Und dann wäre der Markt halt am letzten Hoch. Und wie gesagt, hier der Unterschied ist kaum zu sehen. Das sind 5 Punkte Unterschied. Jetzt gehen wir mal in den Future rein. Im Nasdaq Future ist es jetzt so, da haben wir einen Unterschied von 400 Punkte oder 405 Punkten. Und das heißt, das sind schon mal 83 Punkte Unterschied ganz grob. Ja. Also die der Index mehr steigen müsste. Und das ist natürlich, wenn man jetzt da eine Analyse drauf macht, ist das schon auch was. Ne? Also das heißt, wenn der US-Tech, der CFD, an seinem oberen Widerstand hier oben dran kommt, ja, der ist der Future noch lange nicht da. Der ist ja noch 80 oder wenn das jetzt nochmal 20 Tage dauert, vielleicht 100 Punkte noch darunter. Ja? Und das sollte man halt wissen. Noch krasser ist es unter Umständen auch im Dow. Weil das dann, wenn da Dividendensaison ist, notiert der Future, macht der richtig wilde Sprünge. Da kann sein, da ist den einen Tag die Differenz irgendwie, ich sage jetzt mal als Beispiel, 50 Punkte und nächsten Tag sind es 150 Punkte. Ja, also deswegen eine längerfristige Analyse, da empfiehlt sich schon immer mal wieder auch also in den Index selber zu gucken und dann nicht in den Future zu gucken. Es gibt durchaus Endloskontrakte, die das gut zurückrechnen, aber da ist halt auch immer wieder der Fehler gegeben, dass da halt mal auch ein Fehler drin ist, den man dann nicht bemerkt. Und ja, dann kann es halt sein, dass die Analyse halt fehlerhaft ist. Ich meine, man kann es auch umdrehen. Es kann durchaus sein, dass auch manchmal passt es auch im Future besser. Als Beispiel, wenn wir uns hier unten den Doppelboden vielleicht anschauen, ja, oder das absolute Tief, ja, das wäre das andere Beispiel. Da ist der CFD nicht ganz so weit gefallen und im Future haben wir hier so ziemlich genau, das war hier fast auf den Punkt genau, ein Doppeltief gesehen. Wenn das noch weiter auseinander liegt, kann es halt auch sein, dass dann vielleicht da der Future vielleicht auch manchmal besser ist. Aber ich will es nur gesagt haben, Fazit ist, ihr seht es auch hier nochmal, der Unterschied jetzt zum letzten lokalen Hoch. Ja, das sieht man jetzt hier, es sind 53 Punkte ungefähr Unterschied. Ja, und da denkt man sich, ah ja, da habe ich ja noch Platz vielleicht bis dahin. Dann geht man dort entsprechend auch nochmal weiter long, weil bis zum Widerstand ist ja noch Platz. Und wenn man sich dann den CFD oder den Index als solches anschaut, da ist gar kein Platz mehr. Also da war man oben dran. Ja, und das kann unter Umständen halt auch, ja, teuer werden. Ja. Muss nicht, kann. Und der Dirk hat da, ich mache nochmal das Fazit und dann, der Dirk hat auch noch gerade was Interessantes dazu geschrieben. Da will ich dann gleich nochmal drauf eingehen. So, also mein Fazit, wenn du längere Analysen machst im Future, dann immer mit in den Index reinschauen und dann halt auch mal gucken, ob das im Index halt besser funktioniert als im Future. Also meine persönliche Erfahrung ist, dass ich entweder habe ich den Index mit offen, wenn ich jetzt weiß, also vor allem, wenn ich jetzt weiß, so wie jetzt gerade in der Phase, dass ich einen Widerstandsbereich habe, der so einen Monat, also alles, was so einen Monat zurückliegt, da ist es immer so, dass ich auch in den Index halt reingucke. Ja. So, und das dann halt entsprechend mir hier anschaue. Genau. Oder man überträgt sich halt dann Levels, indem man den Unterschied jetzt ausrechnet, was ich zu gestern oder den aktuellen Unterschied hat. Und zu dem Level, was man da braucht und dann das einfach einträgt und man guckt ja meistens im Tagesschart sowieso nicht so weit zurück. Ja, also das wäre so mein Fazit, was man da entsprechend beachten muss und sollte, wenn ihr nur Future-Analysen ja, ansetzt, ja, längerfristiger Natur. Genau. Der Doc hat noch gerade was geschrieben, dass er natürlich die Future-Daten, ne, die Future-Daten als solches nutzt im CFD und ich denke mal, ihr kennt ja auch die Level-2-Anzeige, die dort der Dirk halt nutzt hier in den Indizes entsprechend. Ja, hier ist es jetzt, gestern lief alles einwandfrei durch, muss ich sagen, Nelson. Ich weiß nicht, was hier los ist, immer mit meinem. Ich weiß es leider auch nicht.
Ist es nicht. Gestern hatte ich nicht einen einzigen Aussetzer gehabt. Ja. Naja, jedenfalls, also hier ist es Level 2, was ihr seht. Und das ist ja das Schöne, das könnt ihr euch ja auch reinladen in den CFD. Ich hatte dazu auch mal ein Video gemacht, entsprechend in meinem YouTube-Kanal ist das auch drin. Ja, das heißt, man nutzt im CFD-Trading, also man macht seine Analyse im CFD, handelt vielleicht auch im CFD und nutzt dann auch noch das Level 2 vom Future halt. Ne? So kann man es halt auch machen. Ja, aber wir wollen ja hier jetzt so ein bisschen im Future auch gucken, was da geht. Und deswegen haben wir jetzt hier den Future halt hier offen. Genau. So. Okay. Also darauf ist dann zu achten. Vor allem, also aufgefallen ist es mir jetzt hier halt gerade wieder in der Analyse, dann auch jetzt, wo man den Unterschied nochmal so deutlich sieht, 5 Punkte Unterschied zu 50 Punkte Unterschied. Da merkt man halt schon, da ist auch so, da hätte ich mir dann zum Beispiel genau das so eingetragen, dass ich das dann auch im Future dann so sehe. Ja, also die Linie hätte ich hier entsprechend angepasst. Ja. Also ich hätte jetzt dann nicht die 15.436 genommen, sondern ich hätte das dann halt schon runtergesetzt. Ja. Genau. Wenn man dann so guckt, kann man nochmal zählen, wie viele Tage das sind. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 Tage. Also ja, ein bisschen mehr als 3 Wochen Handel. Und dann sind da 50 Punkte Unterschied aufgelaufen. Ja. Was ist eigentlich der Vorteil, Unterschied, Nachteil, Future zu handeln im Vergleich zum CFD? Genau. So gesehen, ein bisschen, also wenn ich im Limit handle, die Gebühr, also der Spread, weil ich ohne Spread handeln kann im Future, wenn ich eine Limit-Order eingebe. Im CFD zahlt man die halt immer, dafür zahle ich aber im Future logischerweise Kommissionen, also Ordergebühren. Und ich kann den Hebel umgehen, also wenn ich jetzt kein Professional Client bin, habe ich halt die Möglichkeit, hier mit einem Client-Konto auch den Hebel von 1 zu 20 zu umgehen. Klar muss man mal aufpassen, Hebel wirkt immer in beide Richtungen. Und habe dann damit halt die Möglichkeit auch zu sagen, ich kann auch einen Hebel von 30, 40, 50. Gut, muss man halt gucken, mal wie das der Account halt ist. Kann man da halt auch mit dann dort umsetzen. Und natürlich damals, wo es das noch nicht gab, das, was das der Trader und der Dirk ja programmiert hat, dass man sich die Future-Daten, das Level 2 natürlich holen kann jetzt für den CFD-Handel. Muss man sagen, dass also der Vorteil des Level 2 Tradings, den es früher im CFD Trading nicht gab, der fällt ja durch jetzt die tolle Kombination mit dem Stereo Trader, FX Flat und den Future Daten als Abo natürlich jetzt weg. Ne? Das war halt damals oder ist immer noch ein großer Vorteil, auch hier und da genau an einer großen Order vielleicht mal einen Limit zu platzieren. Ja, ich glaube, der Dirk hatte gestern auch wieder, ich hatte es nur gesehen gehabt, so aus dem Augenwinkel, weil ich anderes Zeug gemacht habe, aber. Da gestern im FDAX gab es auch eine richtig große Limit-Order, über 200 Kontrakte. Wenn man sowas sieht, da kann man auch mal mit einem engen Stop dort reingehen. Oder ja, man sieht manchmal, ich habe gestern auch 2 Trades gemacht in der Minute mit 10 Punkten plus, die halt einfach, die einfach aus dem Orderflow gekommen sind. Ja. Genau. Dann noch eine Frage. Bewegt eher die Kasse den Index, eher der Kassa-Index den Future oder umgekehrt oder wechselweise? Letzteres, also wechselweise. Mal ist eine Order im Future. Wenn eine Order im Future ist, dann sehen wir das, weil wir. Mal schnell hier mein Tool mal herholen. Wenn die Order im Future ist, dann sehen die Einzelwerte. Wir können ja nachher mal reingucken. Ich habe die Einzelwerte vom Nasdaq ja auch da. Ja, wenn die, na, weißes Blatt Papier. So, also wenn wir jetzt hier, ich mach mal, zeichne mal einen Trend. Wenn das jetzt der Index ist, den man sich anguckt oder der Future, und wenn das halt eine Order ist, die im Future ist, ich mache mal hier F für Future, und die wird auch dominiert, also diese Bewegung aus dem Future heraus, und man hat darunter die Einzelwerte, ja. Dann sehen die oftmals identisch aus wie der Index. Mal mehr, mal weniger. Aber prinzipiell sieht man dann, dass alle im Index so nachgehen. Ja? So alle Einzelwerte, ich mache jetzt mal hier so 3 Werte drin. So. Und dann weiß man, okay, das ist eine Order, die ist schon relativ dominant aus dem Future, weil
die Arbitrage kauft dann alle Einzelwerte hoch und dann kann man sagen, okay, aber meistens auch bei so News, also wenn man jetzt eine News hat, zum Beispiel jetzt, wenn jetzt hier am Ende ja, hier so eine News kommt und der Markt geht so runter, dann werdet ihr auch sehen, das ist auch über den Future gesteuert. Das heißt, der Wert ist hier hochgegangen und dann fallen alle mit einmal ja, so runter. So, vielleicht ja, die Aktie ist vorher schon gefallen, so und dann fällt die halt auch noch so mit. Ja, so sieht das dann halt oftmals aus. Wenn die News kommt, dann machen das alle Werte zur gleichen Zeit und das liegt halt auch wieder, dass dann da denn die Order aus dem Future kommt. Heute zum Beispiel war es halt so, heute haben ja auch einige geschrieben, Mensch, der DAX, ein Nerv und es geht so hin und her. Und da hatte ich heute auch noch mal ein Bild gepostet bei Facebook, wo man dann gesehen hat, dass sich da die Bewegung gegeneinander komplett aufhebt. Ja, wenn man sich das hier noch mal anguckt. Hier, da ist das Bild. Ja, von 9 Werten steigen 4 Werte fallen. Und klar ist, dass halt am Ende dann im Index erstmal kaum was rauskommt. Ihr seht immer gelb, darunter ist der Index. Ja, und wenn dann halt ein gewisser Wert dann zur gewissen Zeit dann halt losrennt, also hier in dem Falle mal, ich mach's mal orange, also hier die Deutsche Telekom oder hier oben die Airbus zu einer ähnlichen Zeit, ja, oder auch der hier. Ja, dann geht das dann halt ja, so hier, so dass da dieser Anstieg da, der im DAX, kreist das hier nochmal ein, was dann hier im DAX dieser Anstieg halt war, so in Gelb, da seht ihr das. Ja, da seht ihr, das sind halt relativ viele Werte in eine und dieselbe Richtung gelaufen und danach machen aber die Werte wieder ihres, ja, dass die Autowerte, die fallen halt einfach weiter, bremsen damit den Anstieg im DAX. Die anderen Werte steigen und ja, Plus und Minus bei der Gewichtung, dann ja, kommt er halt am Ende nicht viel raus, außer Range. Ja, das ist so. Und da merkt man halt, okay, da ist halt keiner im Future da, der halt Attacke macht. Ja, und wenn einer im Future da wäre, eine breitere Order aufgibt, dann läuft das viel mehr in eine Richtung. Ja. So würde ich das erklären. So, dann nur zur Info hier an die Zuschauer von Twitch. Also, ich bin da, ich sehe euch, habe euch mit so ein bisschen im Blick. Das heißt, wenn da Fragen kommen, dann bin ich da auch zur Stelle. Ja, also habe ich mit im Blickfeld, genau. Ich überlege gerade, wo kam jetzt. Ach, hier gibt es Fragen. So. Genau. Ja. Gut. Dann das soweit, also zur Erklärung. Ja, falls ihr auch gemerkt habt schon mal, falls ihr im Future viel handelt oder viel macht, dass das dann bei längerfristigen Analysen besser ist, da auf den Index mitzugehen. Gut. Dann haben wir das soweit, den Ausbildungsanteil. Dann schauen wir mal rein, wie der Index so läuft oder wie es gerade so ausschaut. Also hier in der Mitte machen wir mal den 5-Minuten-Chart an. Und da sehen wir aktuell ist das Bild ja sehr, sehr, sehr bescheiden. Kann es gar nicht ausdrücken. Die Frage wird jetzt sein für mich. Wir hatten gestern hier im 15-Minuten-Chart, sieht man es nochmal schön, so ein Squeeze schön gehabt. Den habe ich gestern im Webinar auch relativ gut getroffen. Also diesen Anstieg hier von hier unten raus nach oben weg. Das lief relativ gut. Jede 15-Minuten-Kerze schön hoch. Ah, und dann, als die Außenkerze hier gebrochen wurde, ging es relativ. Ich denke, glaube, hier gab es auch News. Also, irgendeine News wird es hier gegeben haben, denn alle Indizes haben zur gleichen Zeit, in der gleichen Sekunde, einen massiven Spike nach unten gemacht. Ja, ich kann bei mir halt bis in den Sekundenchart runtergehen und zwar alles zur gleichen Sekunde. Also wirklich, ich glaube, es war 19:05 und 10 Sekunden haben alle einen Strich nach unten gemacht. Also, da wird irgendwas Großes. Vielleicht hat oder es. Und es gab halt eine News oder irgendein Algo hat irgendwas gelesen, dass er das halt ausgelöst hat. Ja. Ach so, ach ja, genau, der Dirk war es, genau, stimmt, der Dirk hat es ja gemacht als Market Manipulator. Habe ich ihm gestern geschrieben. Er sagt ja, das ist Insiderhandel. Wenn du Short gehst und kaum danach fällt der Markt so dramatisch nach unten. Sagt nix, Heiko. Der hat sich in seinem letzten Stream sehr gelobt. Ah, okay. Also kann ich gar nicht sagen, Anzeige ist raus.
Nee, Quatsch. Also ja, da gab es auf alle Fälle was. Also von daher, ja, da hat er das gut manipuliert. Ich, nächstes Mal muss ich seine Worte einfach besser deuten. So, sagen wir es mal so. Nee, von daher, also jetzt haben wir nun da diese Bewegung abwärts und die ganze Vorbörse läuft jetzt nun da drinnen. Das Schöne ist hier mit dem Preiex-Tool, früher habe ich das halt für mich dann so eingezeichnet, immer mit einfach so. Da habe ich für mich solche Zonen dann eingezeichnet. Das kann ich mir jetzt ersparen, weil der Dirk jetzt mit dem Preiex-Tool hier, was auch im Live-Chart drin ist, was man hier dann mitnutzen kann, ich dann das jetzt hier für mein Future-Trading dann auch mitnutzen kann. Und ja, und dann sieht man jetzt auch, jetzt ist natürlich die Frage zur Eröffnung hier gleich in ein paar Minuten, kommt denn der Nasdaq jetzt hier aus diesem Gedöns da raus? Und da bin ich, ja, da habe ich ja heute gar keinen klaren Fokus, was der Markt da nun vorhat. Also wollen wir diesen Widerstand mit diesem Tageshoch von gestern, der ja im CFD-Index genau an diesem Widerstand ist, was wir auch gerade im Tageschart gesehen haben. Es waren noch 5 Punkte Unterschied, ob man da oben rauskommen und dann weiterlaufen oder ob der Widerstand auf Tagesbasis da von Anfang September wirkt und wir dann doch wieder nach unten gehen. Dadurch, dass wir jetzt hier schon die lange Kerze haben, bis jetzt da drin rumhampeln, wäre es eigentlich, wenn Sie den Squeeze komplett zurückbauen, wäre es schon so, dass wir hier bis an den Ausgang der Bewegung zurückgehen und dann sind wir schon auch am Tagestief. Und ja, die Squeeze-Struktur oder das One-Time-Framing, was so dahinter steht, wenn jede Kerze höher läuft, das läuft ja schon seit auch 2 Tagen ist das gelaufen. Und das war eigentlich der schöne Grund, zumindest gestern gewesen, dass wir hier diese schöne Aufwärtsbewegung hatten, im Stundenchart noch besser zu sehen. Und dann hier mit den nächsten Stunden hat der Markt dann dieses Tief verteidigt und das war gestern hier, wie es ungefähr die Eröffnung gewesen. Und damit war das eigentlich dann schon klar, dass wenn wir so einen Anstieg halten, dass dann kaum es nicht runtergehen kann. So, und jetzt haben wir hier das Problem. Wir haben genau auch eine schöne Struktur, die nach oben gelaufen ist, aber die ist ja gebrochen und das auch relativ heftig. Und das ist dann immer für mich die Frage, sehen wir jetzt hier dran, dass der Markt also an dem Hoch scheitert und runtergeht und da unten durch? Oder schafft man es doch nochmal, diese lange Abverkaufskerze umzubiegen, um dann nochmal zu versuchen, hier wirklich nach oben raus? Und, weiß nicht, bin ich mir jetzt nicht so sicher. Muss ich warten? Also hier ist es so, hier muss ich wirklich warten. Wir stehen auch mitten irgendwo im Nirgendwo. Also ich habe gerade gar keine Handhabe. Wo ich da den Markt greifen sollte, wie ich den da anpacken soll, da muss ich wirklich warten. Wenn man hier jetzt nochmal in den Index reinkommt, ach, der Dirk ist ja da. Im Übrigen, ich nutze EMAS, wollte ich dir nochmal sagen. Der kann jetzt ja nicht antworten. Der verflucht ja immer diese EMAS. Hier ist einer. Nein! Ah. Genau, in dem SMA. Also am Ende bei den kurzen Einstellungen ist der Unterschied jetzt nicht so gravierend. Ich weiß nicht, ich habe das schon immer so drin seit gefühlten 100 Jahren, die beiden gleitenden Durchschnitte. Und ja, am Ende ist ja so, zur Erklärung, ist ja nur so, dass die letzten Zahlen eine etwas höhere Gewichtung bekommen, als die vorhergehenden Zahlen. Und mehr ist es ja am Ende jetzt auch nicht. Ja. Genau. Aber ich kann halt sagen, es ist halt besser zu sagen mit der Emma. Mit der Emma, da läuft das. Ne? So, also ich warte jetzt die Eröffnung hier mal ab. Da oben haben wir jetzt die erste große Order mal gesehen. Ich lösche das hier mal. 100 Kontrakte. Ja, das ist dann halt schön zu sehen und dann da immer mal zu gucken, warum kommen jetzt hier keine Zahlen. Und da immer dann mal zu gucken, ob dann was geht, ob die Order rausgenommen wird. Ja, nein. 100 Kontrakte im Übrigen sind jetzt im. So, das ist jetzt auch neu, hatte ich auch noch nicht, dass keine Zahlen kommen. Naja, müssen wir es vielleicht hier wieder ausmachen. Also gestern ist es durchgelaufen, muss ich mich ja auf den Chart fokussieren. Ja, gestern auch da ein paar Orders gesehen, die dann ganz gut waren, wo der Markt dann hier entsprechend da an diesen Orders halt angehalten hat. Genau. Ja. Gut, ansonsten, ja, das Einzige, was man jetzt hier hat, ist, dass wir uns langsam nach oben entwickelt haben. Hier sehen wir jetzt den 5-Minuten-Chart in der Mitte. Und da sieht man halt so minimal, der Versuch jetzt hier in der ersten Minute auszubrechen.
Normalerweise gibt es ja auch die Idee, das habe ich in den letzten Webinaren ja immer gemacht, dieser Eröffnungslong. Ich hätte hier oben jetzt den Eröffnungslong nicht handeln wollen heute. Gestern war er auch nicht wirklich sauber gewesen, der Eröffnungslong. Und lieber habe ich das, wenn der Markt halt vorher so ein bisschen fällt und dann kommt die Eröffnung. Da gefällt mir so ein Eröffnungslong zu handeln wesentlich besser als hier da oben am Widerstand direkt. Ja. Muss ich jetzt mal so sagen. Gut. Ja, hier unten ist dann noch der Stundenchart. Der sieht ähnlich aus. Der hat auch diese große Außenkerze halt mit drin. Ja. So. Also der Eröffnungslong wäre in dem Falle hier dann doch heute durchgelaufen. Aber da oben so nah an diesem Widerstand, ja, wollte ich den jetzt nicht nehmen, diesen Eröffnungslong. Aber es ist ja durchaus eine, mittlerweile doch, läuft wirklich sehr oft sehr gut, der Eröffnungslong. Sowohl im Dow als auch im Nasdaq die ersten paar Minuten einfach den Long zur Eröffnung rein. Ja, man könnte das sogar auch mit dem Tool umsetzen, wenn man das wirklich direkt zur Eröffnung halt handelt. Ich hatte das in einer der letzten Webinare mal erklärt mit dem Eröffnungslong. Also eigentlich habe ich es am liebsten, auch wenn die erste Minute etwas nach unten läuft und dann kommt er in der gleichen Minute oder in der zweiten Minute an der Eröffnung wieder vorbei und dann den Long reinzunehmen, weil dann habe ich hier auch passenden Stop-Loss dazu, als wenn man den direkt handelt. Aber wer es direkt handeln will, gibt es auch ein Tool, den Scalp Trader. Da kann man sagen, man möchte zum Beginn der nächsten Kerze dann einen Trade machen und das wäre in dem Falle der Long Trade und dann würde man genau Punkt 15:30 dann den Long Trade eröffnen. Also es läuft aber nicht jeden Tag so hoch. Ja. Ja. So. Welche immer sind das? Bei mir sind das hier 30 und 100. Ja, es ist aber nur wirklich, also ich handle nicht danach, ist halt nur zur Orientierung. Also es gibt schon ein Setup, aber dafür braucht man logischerweise einen Trend-Setup, um da auch danach zu handeln. Ja. Also das Beste sind in dem Falle wäre, wenn man den Handel macht nach. Also ich aus dem nutze, also Setup nutze ich an sich sonst auch nur im 1-Minuten-Chart. Gestern gab es ein schönes Setup, das habe ich selber nach dem Webinar gehandelt. Das kann man hier vielleicht mal so nochmal zeigen, wo es da ganz gut gepasst hat. Klar ist, natürlich funktioniert so ein Setup nur im Trend, weil wenn ich zwei Trend kleine Durchschnitte nehme, die ja eher den Trend anzeigen, funktioniert es halt nur dort. Und zwar da. Das Ding da. Das habe ich gestern selber noch gehandelt nach dem Abverkauf. Wir haben den gleitenden Durchschnitt gehalten. Also ich brauche theoretisch hätte ich jetzt den EMA nicht dazu gebraucht, weil es ein ganz klassischer Einstieg im Trend ist. Bis zum letzten Hoch gehandelt. Das hat soweit gepasst. Ja. Das war nach dem Webinar gestern. Ja. Aber es sollte halt beides steigend sein. Sobald dann halt eins abflacht, dann wird es dann immer schon ein bisschen kritischer, das Ganze. Ja. Also so Kasseorders, die so vor und zurück gehen, ist es eigentlich am besten. So, hier müssen wir jetzt mal gucken, wie wir da reinkommen, ob wir da reinkommen. Ich mache hier im Hintergrund noch den Dings an, das X-Frame. Der zeigt mir dann den 1- und den 5-Minuten-Chart hier an. Ja, also ich warte jetzt mal hier die erste 5-Minuten-Kerze hier ab. Jetzt mal die zweite. So. Gut. Also festzuhalten bleibt, Eröffnungslong ganz gut gelaufen oder wäre ganz gut gelaufen, habe ich jetzt nicht gemacht. Ich gucke gerade mal hier in die Präsentation rein. Ich glaube, ich habe eine neue genommen. Deswegen dürfte das, glaube ich, ja nicht dabei sein mit dem Eröffnungslong. Ja. Nee, ist hier nicht dabei. Gut. Ah, ich weiß jetzt, normalerweise habe ich es immer abgespeichert, welcher Monat das ist, weil dann könnte ich euch sagen, bei FX Flat, welches Webinar das halt ist. Aber am Ende, wie gesagt, ist es auch nur, dass man dann halt was handelt. Ich glaube, an dem Tag habe ich die Ausbildung gemacht und den Eröffnungslong auch gehandelt. Ja, hat gepasst. Gut, also hier sind wir jetzt doch ein bisschen dynamischer gestartet.
Mal gucken, ob wir da jetzt ja was finden. Stell mal den Link zu deiner Playlist auch mal in den Chat. Du machst das. Du bist aber. Ich mach das. Super gut. Super gut. So, jetzt sind wir gleich am Tageshoch von gestern dran. Mal sehen. Also ich werde jetzt direkt nicht am Tageshoch von gestern halt handeln. Braucht da irgendwie ein bisschen ein Setting. Ah. Naja. Heißt erstmal hier, für mich heißt erstmal warten. Warten, warten, warten. Der DAO kommt nicht so richtig aus der Hefe. Und der S&P 500, der hat auch noch die Kerzen nicht platt gemacht. Ja, ich habe immer alle drei Indizes so übereinander. Und da ist bis jetzt der Nasdaq, der hat es geschafft schon. Direkt jetzt hier Vollgas gegeben am Tageshoch von gestern. Und die anderen beiden hinken ein wenig hinterher. Naja, gut. So, mal gucken, ob sich hier mein Nasdaq wieder beruhigt. Ah, jetzt, und da sind sie doch wieder die Zahlen. Handelst du den DAX eigentlich noch vormittags? Weil ich gesehen habe, dass der Ja, Dirk da was geschrieben hat. wenn ich dazu komme, aber früher habe ich ja dann immer das Webinar bis um 9, dann teile ich das auf unterschiedlichen Plattformen und meistens, wenn ich es dann verpasst habe, habe ich es verpasst. Ne? Heute habe ich gar nicht gehandelt. Gestern habe ich den DAX als solches zwei Trades gehabt. Das war aber gestern auch easy. Ja. Ich kann halt so, oder ich habe es halt auch nicht mehr so viel zu handeln, weil ich halt auch immer noch Telefonate führe, E-Mails beantworte und so weiter. Ich habe mal versucht, ich müsste dann eher meine Levelzeit handeln, also überall Limit-Orders reinlegen, wenn die, aber da müssten sie halt immer jeden Tag so gut funktionieren, damit ich dann sage, ich mache das jeden Tag einfach, stelle ich die Limits da komplett ein. Aber es funktioniert ja auch nicht jeden Tag so. Ne? Die letzten 2 Tage haben die Limits halt oder die Levels, die ich da einzeichne, da echt gut. Der Markt sich echt gut um diese drumherum bewegt. Ja. Ja, okay. Aber es ist halt so, wenn da halt immer, also ich für mich, ich weiß nicht, der Dirk oder der Andreas bei Twitch, die kriegen das vielleicht ein bisschen besser hin, aber ich habe halt gemerkt, dadurch, dass ich halt auf so kleine Bewegungen aus bin, ist es halt schon so, dass ich da mich konzentrieren muss, davor sitze. Und ich will auch nicht so viel Spielraum haben. Und dann ist es halt so, dass ich dann dort an der Stelle dann merke, wenn ich dann davor sitze und es kommt nicht sofort ein Setup, dann dauert das bei mir halt immer ewig. Und dann gucke ich auf die Uhr, denke ich, oh, 3 Stunden um, dann ist die Büroarbeit liegen geblieben und naja, dann wissen wir ja, wo das endet, in Überstunden. Und dann gibt es zu Hause hier. Und die beiden haben ja noch den Vorteil, die haben ja das Büro im Haus. Das wäre bei mir wahrscheinlich tödlich. Oh, da wird es Ärger geben, wenn ich hier vor dem Rechner sitze. Ja, nicht Ärger, aber ihr wisst ja, was ich meine. Ja. Also ich bin ganz froh drum, dass ich jeden Tag ins Büro fahren muss. Ja. Hat sich für mich als besser herausgestellt, als zu Hause zu handeln. Aber so Aber muss ja jeder seine Erfahrung so machen. weit weg ist das nicht, ne? Nö, also mit dem Fahrrad, ja, 10 Minuten. Das sind, glaube ich, 4, 5 Kilometer oder so. Bleibst du noch fit? Na, ich fahre meistens öfters mit dem Auto, ich bin schön Wetterfahrer. So, ja, was macht denn der Markt? Also, wir haben das Tageshoch erreicht. Nasdaq gibt jetzt hier wieder Gas nach unten. Also nur hoch und nur runter kann ich auch nicht leiden. Ich habe es gestern in dem anderen Webinar gesagt, dass es halt echt nervig ist, wenn die Kerzen halt so extrem lang sind, hier 50 Punkte hinher und ich die Struktur halt nicht greifen kann. Entweder Lösung ist halt weniger zu handeln oder sowas hier. 19 Punkte runter und wieder hoch und das sind ja hier Sekunden, ja. Wenn man jetzt den Sekundenzeiger hier mit anhätte, ja, ist das waren das jetzt, ich habe hier oben den 10, ich habe noch einen 10-Sekunden-Chart mit offen, da waren 20 Sekunden runter und 20 Sekunden hoch. Ja. Und das ist halt schon auch brutal. Also, das ist heute so ein Tag, hier sieht man es nochmal, ist heute so ein Tag,
wo die Vola selbst im Sekundenchart relativ hoch ist. Hier 14 Punkte, das ist die Range, 14 Punkte innerhalb von 10 Sekunden. Und das ist natürlich dann schon auch ein ganz gutes Stück. Wenn man das nicht richtig greift, hat man halt oftmals einen sehr hohen Stop. Ja. Und hier sieht man auch mal, was hier so durchgenudelt wird im Nasdaq, also in 10 Sekunden so 1000 Kontrakte. Das ist dann schon immer ordentlich. Und jetzt hat er hier wieder 20 Sekunden wieder runter. Ja, also ich, da, das ist aktuell, boah, das ist nicht meins. Also vielleicht muss ich da noch ein bisschen warten. Mal gucken, wie die 15-Minuten-Kerze hier schließt, dass die mir sagt, okay, das war da oben nur das Testen des Tageshochs von gestern und jetzt wieder ein bisschen runter. Ich hatte ja vorhin mal die Frage, ob die Order halt so krasse Future und das wäre jetzt schon so, wo man sagen kann, dass das geht jetzt hier schon los im Kasse-Gedöns, ja. Also die einen Werte fallen, die anderen steigen. Also da ist aktuell noch nicht so richtig, ja. Vielleicht war es so, dass der Future versucht hat, nach oben raus zu wischen und hat es nicht geschafft und jetzt kommt so ein bisschen Rückabwicklung. Ja, und da kann man sich aber auch das mit einzeln, also entweder wer das halt machen möchte, ich habe eine Seite, auf die man reingucken, also wenn man dort kostenfrei sich angemeldet hat, kann man sich das angucken. Ansonsten habt ihr auch die Möglichkeit bei FX Flat euch hier die Top-Einzelwerte herzuholen. Und es geht eigentlich für mich jetzt nicht darum, dass ich anfange, jeden Einzelwert hier einzeln zu analysieren, sondern einfach nur darum, zu sehen, ob halt einer von diesen Top-Werten außer Rand und Band ist. Und vor allem im Nasdaq ist es so, hat man immer wieder, gestern war zum Beispiel Tesla auch wieder so ein Kandidat. Die Aktie hat gestern den Nasdaq halt nach oben getrieben und der Rest ist halt so ein bisschen hinterher marschiert und dann hat die Tesla aufgehört zu fallen. Auf einmal kam der Meta hinterher, die dann die nächste Welle gemacht haben und so entsteht dann genau dieser Squeeze, den wir gestern gesehen haben, weil die Einzelwerte alle nacheinander sozusagen durchrotierend steigen. Ja. Und das ist schon so, dass man da, ich denke mal, das hier ist Echtgeldkonto. Jo. So. So, ja, ich kann damit aktuell nichts anfangen, weil wir haben hier jetzt einmal 5 Minuten hoch und hier 5 Minuten wieder runter. Ich bin halt, die einzige Chance wäre jetzt, aber es ist jetzt auch nicht meins, der antizyklische Short da oben habe ich jetzt so nicht auf dem Schirm gehabt, wäre jetzt auch nicht meins gewesen. Aber damit kann ich jetzt erstmal hier nichts anfangen. Ja, da war es gestern wesentlich besser gewesen, also war einfacher zu greifen. Das Ganze. Da hatte ich ja da schon in die ersten paar Trades dann schon abgespult. Tja, was will er denn jetzt uns hier sagen, der gute Markt? Was will er uns da sagen? Also, wir werden jetzt mal gucken, vielleicht im 1-Minuten-Chart, falls wir jetzt hier von der Unter-, also ich werde jetzt mal schauen. Wir haben jetzt hier die Unterstützung, also falls die halten sollte, also dieser Widerstand wurde ja gebrochen. Mal sehen, ob dieser Widerstand zur Unterstützung wird. Das heißt, wir sehen dann hier nochmal Käufe. Wichtig wird es jetzt werden für mich, dass wir hier dann nochmal gucken, ob wir das Hoch der Minutenkerze hier so brechen. Dann wäre das hier vielleicht für mich nochmal durchaus ein Long Trade. Ansonsten, wenn wir jetzt weiter fallende Kurse hier sehen, dann versuch hier an, das Tief der 5-Minuten-Kerze zu kommen, Richtung 15.323. So. Ja. Der Markt sagt, mach die Kiste aus und genieß das schöne Wetter. Also ich würde vielleicht, also wenn ich jetzt hier kein Trade mache, ich weiß, das hat jetzt eine, damit man von der Systematik aber her auch sieht, wie es gerne handeln wollen würde, kann man sich ja das gestern nochmal angucken, so ein bisschen. Ja, also Box-Setup haben wir auch noch nicht gesehen. Gestern gab es noch ein schönes Box-Setup, was wir noch gehandelt haben.
Ja, bis jetzt ist es hier so ein bisschen die Chance, doch vielleicht so eine Art Doppelhoch zu machen. Aber so richtig kann ich es jetzt gerade nicht greifen. Das hatte ich jetzt in letzter Zeit öfters mal, dass ich auch wirklich manchmal eine halbe Stunde warten musste, also ich zumindestens. Ja. Also, sage ich immer wieder, also ich bin halt so ein Trendgucker, ne? Und das ist vielleicht auch so ein bisschen nachteilig, wenn es nur hoch und runter geht. Also ich bin eher der Typ, der sieht, okay, der Markt läuft hier gegen den Tageshoch, dann bin ich eher der Typ, der sagt, okay, dann lass es halt ein bisschen zurückgehen und dann halt weiter nach oben. Und deswegen suche ich auch selber hier oben an solchen Dingern eher weniger Short. Und wer, ich weiß ja, der Andreas Bernstein, der ist ja gerne so ein Antizykliker. Wenn er hier schreibt, ich habe den Short genommen, das würde mich zumindest nicht wundern, falls er das gemacht hätte. Ja, wäre halt genau sein Style. Aber so hat ja jeder seinen Stil. Beim Dirk weiß ich jetzt nicht. Klar, bei dem muss halt die Struktur an sich passen. Weiß nicht, ob er jetzt an einem Hoch wie im Dow da oben, obwohl er ist ja, glaube ich, noch von gestern Short. Da weiß ich jetzt nicht, ob er da nochmal aufgebaut hat oder das könnte ich jetzt mal nur mutmaßen. Ja, aber da ist ja schon so der Blick auch von einer höheren Zeitebene aufs Antizyklische und dann gucken, ob das Ding dann halt runterdreht. Ja, das ist ja da durchaus das Thema. So. Ja, der DAX hat auch ein neues Tageshoch gemacht jetzt. So. Da müsst ihr ja bei da mal reingucken. Ah ja. Hat er sich jetzt durch meinen Widerstand geschlängelt, der Schlawiner. Der Schlawiner. Ja, aber der Korrekt. macht ja auch so richtig zäh heute nach oben. Aber das wäre zumindest auch eine Struktur, die kann man irgendwie noch greifen. Das hier kann ich noch gerade nicht greifen. Also ich gucke mir das auf alle Fälle an bis 16 Uhr, manchmal soll das so auch mit zum Stundenwechsel, wenn sich dann so ein bisschen das eingenordet hat, dass dann was kommt. Aber das ist halt vielleicht auch ganz wichtig zu sehen. Ich glaube doch, der ein oder andere, das stellt es auch immer wieder fest in meiner Gruppe, dass viele dann immer noch dieses Gefühl haben, wie auf Arbeit. Ne? 15:30 fängt die Börse an und ich muss halt handeln, wie ich komme auf Arbeit und fange halt an mit Arbeiten. Und dass man halt nicht krampfhaft, also bei mir ist zumindest so, ich sage halt immer, ich möchte nicht krampfhaft nach irgendwelchen Setups suchen, sondern die müssen halt zu mir kommen. Ich muss halt eine Idee haben, sagen, das passt mir. Ich merke halt auch immer mal, dass das Schöne ist ja, wenn man dann bei anderen Leuten, also ich, der ja selber hier diese Live-Tradings macht vor Publikum oder wie auch der Dirk oder Andreas, manchmal hat man schon das Gefühl, manchmal merke ich das auch beim Dirk durchaus, dass man sich manchmal in so einen Trade halt reinquatscht, ja? Und dann denkt, am Ende sagt, ja, den wollte ich eigentlich gar nicht machen. Oder ich wollte eigentlich nur wegen 10 Punkte und dann hängt man da irgendwie hinten drinne und dann rotiert man halt Ewigkeiten. Und wenn man sich dann noch das, wenn dann noch ein paar schlaue Sprüche von der Seite kommen, dann kann sowas halt echt nervig werden. Ja. Also für mich ist jetzt gerade der Markt aktuell nicht greifbar. Ich weiß nicht, was die hier vorhaben. Und von daher bleibe ich da jetzt mal kurz an der Seitenlinie. Ja. Also zumindest hier kommt nochmal ziemlich Gas. Also man hat hier oben gerade gesehen, wurde eine große Limit-Sell-Order zwar bedient, ja, aber das kann ich ja nicht mal hier irgendwie im 1-Minuten-Chart irgendwie halten oder so. Naja. Von der Unterstützung, die hier kommt ja auch nicht so wirklich weg. Also da kann ich jetzt auch nicht rum. Also am Ende kann es auch immer gut sein, dann sich da nicht reinzuquatschen und am Ende zu sagen, dann ist halt so. Und zu sagen, man wartet halt, bis das Setup halt kommt. Und das wird also wenn man den ganzen Tag Zeit hat, kommt es ja irgendwann. Irgendwann hat der Markt eine Struktur, die man kennt, die man greifen kann oder an vielen Tagen, würde ich jetzt mal sagen. Und wo man dann zumindest eine Chance hat, wo man sagt, okay, die Wahrscheinlichkeit, dass das Ding ein Gewinn werden könnte, ist da höher, als wenn ich jetzt hier einfach mal pauschal irgendwie klicke. So. Ja. So, und ich rätsel jetzt die ganze Zeit, während ich hier rede, wird das jetzt dieses Doppelhoch? Der Markt hat es ja hier nicht geschafft, im 15-Minuten-Chart außerhalb zu schließen und in der Stunde vielleicht auch nicht. Und dann wäre hier sogar die Short-Variante dann sogar die am ehesten passend hätte, dass der Markt einfach nur nochmal ans Tageshoch von gestern gelaufen ist und dann hier nach unten dreht. Zumindest drehen auch einige Einzelwerte schon ziemlich stark nach unten. Ja.
Aber ob ich es greifen kann, also ob ich jetzt zu dem Gedankengang und wenn der auch umgesetzt wird, ein Setup dazu finde, das ist dann halt das Nächste. Ja. Rudi schreibt, wenn es nichts zu traden gibt, erzähl noch ein bisschen aus dem Nähkästchen. Ja. Also ich glaube, ich würde dann. Ich kann ja dann nochmal umschwenken. Okay, also wir gucken jetzt mal hier mit der Short-Struktur, Wir ob es hatten ja das auch Wort vorhin, einfach. Was? Nachrichten, ne? Da kamen ja die Produzenten- und Erzeugerpreise, und die waren 14:30 aber, wesentlich, oder? ja, genau, aber Ja. die Ja. waren wesentlich heißer als erwartet. Ja, okay. Hier haben wir jetzt so ein bisschen eine Struktur, die im Orderflow auch ganz immer mal wieder ganz gut ist. Mal gucken, wenn es jetzt wirklich so Richtung Order geht, ja, dann sollte das hier leer bleiben. Ja, schafft er auch nicht. Also da ist nicht so viel Druck drauf. Also wir können mal kurz auf die. Auf die. Quatsch, wo will ich denn hin? Achso, doch. Genau. Wenn ihr auf meiner Seite seid, scalp-trading.de und geht da auf Tagesanalysen, da kommt ihr dann immer, wenn ihr ein bisschen runterscrollt, immer auf die Top-Einzelwerte vom Nasdaq. Also ich habe jetzt nur die Nasdaq drin. Man kann es sicherlich auch für andere Werte auch noch machen. Und da muss man hier einmal auf Intraday klicken. So. Und dann sieht man jetzt hier schon, dass da ein Wert halt ziemlich durch die Kante geht. Oder zwei. Einmal hier die Tesla-Aktie, die blaue. Ja. Blau Tesla, die ziemlich stark nach unten kommen seit der Öffnung und jetzt hier die Apple-Aktie. Apple-Aktie ist jetzt unterm Tagestief schon von gestern drunter. Und dagegen, und das ist jetzt genau dieser Grund, weil wir sehen, dass wir hier zwei Werte haben, die gelb macht sich nicht ganz so gut. Machen wir hier runter. Also blau, Mama rot. Ja, so, jetzt habe ich es getroffen. Keine Brille auf. Rot, runterwärts, ja, die Tesla, der blaue Strich hier und dann auch noch die Apple-Aktie, die hier schwarz ist, sieht man halt ein bisschen schlechter, ist auch noch nach unten gegangen und dagegen läuft aber hier eine Alphabet oder eine Meta halt nach oben. Die sind am Tageshoch und genau das ist halt das Bild, dass zwar Einzelwerte ziemlich dominant in eine Richtung gehen, aber und der Markt dann halt eher weniger schön nach unten geht, sondern halt mit diesen stark überlappenden Kerzen. Genau das hier. Ja, 2 Minuten runter, 2 Minuten richtig hoch. Und ja, sobald jetzt hier zum Beispiel, ich schiebe das bitte mal hier rüber, ja, sobald sich jetzt hier unten, hier sieht man es nochmal, jetzt die Apple-Aktie sich erholt, dann geht es wieder 2 Minuten halt hoch. Ja, jetzt wieder kommt wieder so ein Schuss hier runter. Jetzt geht die Apple wieder weiter runter. Ja, und hier unten sieht man zum Beispiel die Google-Aktie, die ist über dem Tageshoch von gestern. Ja, das ist jetzt die Diskrepanz. Apple-Aktie unter dem Tagestief von gestern, Google über dem Tageshoch von gestern. So. Ja, der eine Wert steigt. Ich mache es jetzt mal nur anhand der beiden. Der andere Wert fällt. Der fällt, fällt ein bisschen mehr. Also geht der Markt halt langsam nach unten. Problem ist jetzt, wenn sich die, das ist dann immer die große Frage, wenn die Apple-Aktie sich erholt, dann wird der Markt wieder sehr weit hochgehen. Auf der anderen Seite kann der Markt aber nach unten beschleunigen, wenn zum Beispiel die Google-Aktie aufhört zu steigen und wenn die anfängt zu fallen, dann kann da hier eine Gas nach unten geben. Ja? Das ist dann immer die Frage. Oder wenn beide Werte weiter fallen, ja, dann geht es halt richtig steil nach unten. Und das ist dann immer die Frage, wer macht was? Ja, so und da. Ja, da habe ich jetzt gerade hier keinen Zugriff. Also ich habe mich gedanklich hier von dem Trade so ein bisschen abgewendet. Ich mache mal hier aus, mache mal hier den 5-Minuten-Chart an, wie der aussieht. Ja. Ist not so meins. Also ganz ehrlich, ich hätte privat, ja, keine Ahnung. Ich glaube, ich hätte bis jetzt auch nur gewartet und Kaffee getrunken, weil ich da keine Struktur habe. Ist dann so. Ist wirklich so. Da sitze ich dann da und das ist genau das Thema dann, wenn ich als Scalp-Trader auf ein Setup warte, was dann nicht kommt, dann sitzt man halt Ewigkeiten da. Und dann muss man halt dann überlegen, ob man dann auch nicht mit der Büroarbeit dann irgendwann weitermacht. Ja, also ich habe da gerade keine Idee. Ich würde mal nochmal Folgendes machen. Nochmal hier
Oder mal den DAO nehmen. Ja, den habe ich jetzt schon. Also den DAO habe ich, glaube ich, das letzte Mal vor 10 Jahren gehandelt. Da müsste ja Dirk jetzt hier einspringen. Also, ja, gefühlt 10 Jahre. Wir werden vielleicht nicht ganz 10 Jahre sein, aber das ist schon richtig lange her. Also gut, bei mir ist es so, Frage kam gerade, warum nicht Short Doppeltop im DAX? Da ist es halt so, ich weiß meistens am Nachmittag gar nicht, wie der DAX halt läuft, weil ich am Nachmittag immer nur, weil ich immer nur an, ja, weil ich am Nachmittag immer nur die Amis offen habe und den DAX halt gar nicht mehr in Betracht ziehe für mein Trading. Ja. Genau. Also wie gesagt, er wollte gerade nochmal die Frage war wegen den EMAs. Also ich nutze die halt, ich habe die halt zur Orientierung drinne. Vor allem, wenn der Markt halt so ein bisschen so langsam nach oben geht, ist das immer ein guter Hinweis, einfach die Tendenz zu sehen und schlussendlich dann, wenn die Struktur halt passt, dann hangelt der sich auch schön an dieser Struktur entlang. Also da gibt es viele gute Beispiele. Aber das hier ist jetzt alles noch nicht schön. Also heißt hier in diesem Fall würde ich jetzt nicht einfach nur, weil ich da ein EMA drin habe oder weil der jetzt hier gerade mal nur darauf aufgeditscht ist, würde ich das jetzt als einen Trade halt nehmen. Es wäre für mich nicht relevant. Also es ist ja auch so, dass man hier, da muss die Struktur zu dem EMA oder zu dem Durchschnitt halt passen, die man dann halt hat, finde ich. Und nur weil das da drin ist, handle ich das nicht, weil wenn ich jetzt hier einfach das mir angucke, da gibt es halt viele Phasen, wo das halt nicht, auch nicht funktioniert. Also die Struktur muss dafür passen und die beste Struktur ist da halt so ein bisschen eine sich aufwärts, langsam aufwärts schiebende oder abwärts schiebende Struktur, die dann halt schön im 1-Minuten-Chart mit schönen Schwüngen drin ist. Ja. Also wenn man nur nach den EMAs handeln wird, also nur komplett, also im 1-Minuten-Chart, da wo ich das Setup halt habe, wenn ich das nur im 1-Minuten-Chart mache, wird das auch nicht erfolgreich sein, weil es ganz viele Schnitte gibt, wo der Markt gar nicht in einem Trend ist. Also die Voraussetzung, um danach zu handeln, wäre ein Trend. Trend, naja, habe ich jetzt nicht wirklich. Ich habe jetzt einmal hoch und einmal runter. Ja. Wie gesagt, die einzige Idee, die bis jetzt was gebracht, oder die beiden Ideen, die was gebracht hätten, was ich auch jetzt nicht gemacht habe, ist, die erste Idee wäre der 5 Minuten Long Trade oder der Eröffnungslong. Und das, was ich aber sowieso nicht gehandelt hätte, weil ich da nicht so antizyklisch unterwegs bin, wäre das Hoch von gestern zu shorten. So, das wären die 2 Punkte gewesen, die man halt irgendwie hätte verwandeln können. Aber die habe ich beide nicht getroffen. Vielleicht dazu nochmal gestern war es halt besser, weil wir von der Unterstützung aus, also einer klaren Unterstützung aus gestiegen sind. Ja, und da lässt sich das dann besser umsetzen. Hier nochmal als Beispiel die Trades von gestern. Wir hatten hier nach links, das sieht man jetzt hier nicht ganz so gut, eine schöne Unterstützung gehabt. Ah, jetzt war, und der erste Trade abgefeuert. Dann das, was einmal klappt in der Range, klappt oft auch zweimal. Hat dann auch nochmal geklappt mit 16 Punkte. Dann gab es über den Order Flow einen Short Trade, heute auch nicht gesehen. Über den Order Flow hier oben der Short, da wo ich jetzt den Kreis gemacht habe, innerhalb der Minutenkerze mit 8 Punkte glattgestellt. Und dann hier nochmal einen Short gemacht. Da hat dann aber schon gemerkt, auch nach Order Flow, auch ähnliche Stelle. Den hier vorne, glaube ich, den habe ich auch verpasst. Ähnliche Stelle und da dann schon gemerkt, okay, man merkt schon, dass sich hier was in Long aufbaut. Den Long habe ich auch nicht gemacht. Warum habe ich den nicht gemacht? Weil ich da halt durch den Widerstand handeln muss. Aber ganz Klassiker, durch diesen Widerstand hier durch, ging es dann zu einer Unterstützung. Also das war hier Widerstand gewesen, ausgebrochen und dann habe ich hier nach dem Rücksetzer den Long genommen. Also ausgebrochen, dann der Rücksetzer. Ja, und nach dem Dip hier runter dann den Long genommen, gleichzeitig auch noch ein Box-Setup gewesen.
und den hier nach oben gemanagt, ja, hier ein bisschen verschnattert, am Hoch dann die Trades rausskaliert. Und hier muss ich sagen, habe ich es ganz minimal verschnattert, weil ich den Stop auf diese Linie zurückversetzen wollte. Und zwei Trades, die es auch noch hätte gegeben in dem Squeeze, wären hier gewesen. Einmal da prozyklisch long an der Stelle mit der Außenkerze und an der Stelle hier. Das wären nochmal zwei prozyklische Long Trades gewesen, die ich durchaus auch ja nur erklärt, aber dann in der Sekunde während des Erklärens nicht geklickt habe und deswegen waren sie nicht drin. Ja. Gut, ja, naja, so ist es manchmal. So, 1 Minuten Chart, also 5 Minuten Chart. Ja, wir haben halt auch vorher nicht irgendwie so eine schöne Struktur zu den Zahlen einmal halt runtergedippt und dann nach oben. Ich hab hier heute einen Trade im Übrigen gemacht, aber das war ein Trade wieder. Da müsste man auch nochmal ändern. Wenn man hier die Chartverschiebung macht, kommt es immer mal wieder vor, dass ich hier aus Versehen einen Trade mache. Also ich habe heute hier schon einen Trade gemacht. Da habe ich gerade meinen Chart verschoben. 6 Euro verdient, juhu. Also das ist mir jetzt hier schon immer mal wieder passiert, dass wenn man hier den Chart verschiebt, plötzlich, zack, hat hier einen Long Trade drin. So, also wir kriegen Gas so ein bisschen nach unten. Naja. Kannst du mal etwas zum Delta sagen? Es gibt Stillhalter und Inhaber und Rechte und Pflichten. Oh, Thema Delta, das wäre natürlich, oh, das wäre jetzt eher eine Stundengeschichte. Da muss man, also wenn man das Thema angeht, da muss man grundsätzlich Optionen verstehen, das schon mal nicht ganz so einfach ist. Da würde ich jetzt eher weniger anfangen, das jetzt hier zu erklären. Haben wir das nicht mal gemacht im Webinar? Ich Ich bin mir überlege gerade nicht gerade, so. ja, ich glaube schon. Also es könnte ein Webinar, also die Playlist, da hat ja der Nelson online gestellt. Also ich bin mir sicher, dass wir es, glaube ich, schon mal gemacht haben, weil natürlich, ach ja, wir hatten das bei den 0 OT oder ja 0 DTE, da habe ich es erklärt. Ich meine auch, dass wir das Thema mal hatten. Stimmt, jetzt wo du sagst, also ich hatte schon gar nicht mehr auf dem Schirm. Genau, müsste auch was mit 0 DTE sein. Und da habe ich das Ganze erklärt, warum das so ist. Ja, weil, genau, da, wie das mit dem Market Maker läuft. Doch, ja, ich erinnere mich. Dürfte dieses Jahr gewesen sein. Wann kam es raus? Ich denke mal so, glaube so Mitte des Jahres könnte es gewesen sein, weil das war der Zeitpunkt, als die 0 DTE-Optionen das erste Mal über 50% des Handelsvolumen am Optionsmarkt eingenommen haben. Es sei denn, ich finde hier in meinem Tool, ich gucke mal hier kurz durch die Verfallswochen. Ach hier, Verfallswochen oder Rollover. Das ist nur Rollover. Wie entstehen Caps-Kurslücken? Ich habe irgendwie eine neue Präsentation hier angefangen. Chaos im Chart. Ich weiß es leider auch nicht mehr, wann das war, aber kam mir sehr bekannt vor, dass wir das mit dir zusammen gemacht haben. Ja. Verfallt jetzt. Irgendwie sind hier noch jetzt. Wie gesagt, ich glaube, ich habe hier irgendwie eine Präsentation mal genommen und habe dann das einfach umbenannt als FX Flat-Präsentation. Ja. Ach Mist. Naja, gut. Also wenn man was wollte ich jetzt gerade sagen? Das ist mir entfallen. Also wie gesagt, das ist halt für mich halt keine schöne Struktur hier, das Ganze. Stundenchart, also wenn ich den Stundenchart schon wirklich so sehe,
dass wir die Stunde einmal lange Lunte haben und gefolgt direkt von einem langen Docht, da kann ich eigentlich einpacken. Also ich für meinen Style, sicherlich, man kann immer mal klicken und findet irgendwo 5 oder 10 Punkte, aber das jetzt hier auch zu erklären und zu zeigen, dass man halt nach einer gewissen Systematik, Logik halt handelt, ja, das wäre jetzt wieder so nur. Und die Ideen, die ich jetzt hier hätte, die würden auf, ja, klein, also auf so einen kleinstmöglichen Nenner laufen, wo ich dann sage, okay, da stimmt ein Punkt und das kann natürlich aufgehen, muss nicht, da ist dann schon eher die Erfahrung gefragt. Und ja, da würde ich eher weniger bis gar nicht handeln aktuell. Also das ist so ein Beispiel, so ein Bild, das mag ich nicht, dass wir, wenn das so viel, so lange Lunden und Dochte gibt, ja, dann heißt das für mich dann erstmal warten. Ja. Aber die Struktur an sich wird schon auch noch entstehen. So ist es jetzt nicht. Ja. Also auch hier, das Abwärts wird hier sich dann auch irgendwie dann entwickeln. Und irgendwann kann es dann sein, dass ich sage, okay, das ist jetzt eine Struktur, die passt für mich. Und da gucke ich mal, ob ich da den Short Trade kriege. Aber das, allein das hier gefällt. Also immer aus der Ist-Situation kann man sich immer überlegen, wird das halt schlimmer oder besser? Ja, und wenn ich jetzt für mich gedanklich mich überlege, okay, hier läuft der Markt irgendwie 1 Minute runter und da dann wieder 1 Minute hoch. Wenn ich da jetzt irgendwie involviert wäre, dann wäre es schon wieder alles nervig. Und wenn mich sowas schon selbst nur vom Aussehen her annervt, dann bin ich, irgendwann komme ich da an den Punkt, dass ich sage, okay, bevor ich mich jetzt hier in eine Situation reinbringe, die vielleicht ein paar Punkte bringt, aber das Risiko unterschätze und plötzlich hänge ich doch verkehrt drinne. Ja, dann wird das halt, ist das halt eine nervige Geschichte und die kann ich mir eigentlich auch ersparen. Ja, also von daher, er haut jetzt hier 1 Minute hoch, 1 Minute runter, da habe ich keinen Zugriff drauf. Ja. Also irgendwo schon kann man das machen, aber ich weiß genau, dass ich mich damit genauso auch in die Nesseln setzen kann. Da passt mir die Struktur halt gar nicht hier. Ja, das ist halt so diese krasse Struktur, dass jetzt jeder Wert immer mal ein bisschen fällt und mal mehr, mal weniger fällt. Und deswegen sind diese überlappenden Kerzen oder diese 20-Punkte-Bewegung hin und her halt genauso gerade da, wie sie da sind. Ja, jetzt ist es so, dass hier die Apple-Aktie aufgehört hat zu fallen. Ja, wenn man das hier mal so runterzieht, weil ich mache die mal hier übereinander. So. So, also Apple-Aktie hat aufgehört, die bewegt sich jetzt hier leicht aufwärts und dagegen ist aber hier die Microsoft dann hier ab der Stelle gefallen. So, und dann gibt es wieder 1 Minute runter, wieder 1 Minute hoch. Dann hier unten mal gucken, was dann Google macht, die jetzt auch den Aufwärtstrend hier nicht fortsetzen können aktuell. Also hier nicht mehr weiter nach oben gehen, wenn die vielleicht da zurückfallen, ihren Aufwärtstrend brechen. Dann hätten wir den nächsten Kandidaten, der auch abwärts geht, und dann könnte vielleicht was werden mit abwärts so. Aber wehe, dann kommt wieder irgendwie bei Tesla wieder was rein und die treiben den Markt nach oben. Die haben halt gestern wirklich schon ziemlich Punkte gemacht da im Index. Ja. Ah ja, schade. Aber es ist dann halt so. Also, und ich quäle mir jetzt hier auch nicht irgendeinen Trade aus da nur für die Show. Ja, und dann habe ich auch viel zu großen Schiss, dass ich mich dann am Ende genau das passiert, was ich nämlich nicht haben will. Das ist nervig wird. So, dann. Genau, Chart verschieben und 6 Euro verdienen, genau. So, dann noch, wäre super, wenn du noch näher erläutern könntest zu deinem Level 2 Tools, weil es rechts in deinem Bildschirm eingeblendet ist. Welches Tool ist dies oder wie nutzt du das? Also, am Ende das Tool. Hier rechts ist so, zeigt so ein bisschen den Speed halt im Markt an. Ich sehe jetzt hier alle Käufe und Verkäufe. Das lösche ich dann immer mal zur Zeit, von Zeit zu Zeit, um dann zu sehen, wenn halt gerade Action am Markt ist, wie da was gefüllt wird oder wo vielleicht dann so eine Klumpung entsteht. Da kann man das ganz gut sehen. Und ansonsten das Level 2, das ist ja jetzt das Schöne hier. Ja, also hier, na, kommt nochmal ein bisschen hoch. So, zack. Diese 36 Kontrakte, die sehen wir ja hier als Balken und sieht man jetzt hier auch in dem Tool als Balken. Also das heißt, von daher ist das Ganze halt identisch. Ja. Hier habe ich es halt auch ein bisschen schöner halt da, vielleicht ein bisschen größer in der Auswahl. Und ja, ansonsten ist es halt eigentlich eher zu gucken, wie der Markt halt wackelt. Ja. Ich habe es halt drinne, wo ich es drinne habe.
So. So richtig wie früher kann man es eigentlich kaum noch nutzen, finde ich, weil ja, sich der Order Flow halt auch massiv verändert hat. Früher war es halt wirklich so, dass auch ja, große Orders anders respektiert worden sind. Heute sieht man hier zum Beispiel, was man hier sieht, dann auch, wenn ich das zum Beispiel jetzt jede 5-Minuten-Kerze ja, oder jede 1-Minuten-Kerze dann aktualisiere, dann hätte ich hier hinter den Footprint-Chart von der 5-Minuten-Kerze und bräuchte mir jetzt keinen 5-Minuten-Chart angucken. Wo ich dann einfach sehe, können wir ja machen, was ist jetzt, haben wir es 11, jetzt haben wir die erste Minute zwar verpasst. Ja. Und wenn man das dann löscht, dann wäre das immer, wenn wir jetzt sagen, okay, wir handeln jetzt hier die Minute. So hier, das wäre jetzt, wenn jetzt der Markt runterfällt, dann wäre hier der Beginn für mich von der Struktur so langsam zu erkennen. Denn wir hätten jetzt hier diese Außenkerze gehalten, das wäre durchaus mal was, wo man sagen kann, okay, das macht jetzt langsam Sinn. Da nochmal nach einem Short vielleicht zu gucken, wenn diese 1-Minuten-Struktur hier hält. Also hier vorne auch schon. Diese 1-Minuten-Kerze wurde zwar hier gebrochen, aber jetzt nicht wirklich viel. Und mal gucken, ob da jetzt die Struktur sich so ein bisschen nach unten auflöst. Das wäre jetzt das, was mich da jetzt so langsam interessieren täte. Ja. Genau. Ja, im Nasdaq ist es mittlerweile so, dass er zurzeit auch das Volumen halt oder dass die. Sehr, also dass manche Bewegungen so schnell laufen, dass man das gar nicht mehr mit dem Auge sieht. Und großes Heißes dann halt dann hier in diesem Tool dann sehen kann. Also manchmal sieht man, der Markt, der pluppt 10 Punkte nach unten und plötzlich werden da auf einem Level, was man selber gar nicht so auf dem Schirm hat, plötzlich 200, 300 Kontrakte getradet und dann hat man aber einen guten Anhaltspunkt zu sagen, okay, an dem Level wurde halt viel gedreht, das könnte. Es muss aber auch nicht zwingen, es könnte vielleicht ein guter Punkt in der Zukunft sein. Ja. Genau. Dann noch eine Frage: Ist das Level 2 Tool ein Add-on? Das habt ihr mit dabei. Ihr müsst hier nur den Chart aufmachen und dann müsst ihr hier den Dom aktivieren. Ihr müsst natürlich, das kann man hier nochmal erklären, wenn jetzt im CFD wärt oder zum Beispiel hier, ich bin ja hier, machen wir es mal so. Ich bin ja hier im Mikro-Future. Da MNQ, das ist der Mikro-Nasdaq, also der mit 2 Dollar pro Punkt. Und ich habe aber das Orderbuch hier von dem normalen Nasdaq-Future, also von dem NQ Mini, der 20 Dollar pro Punkt wäre. Ja, so. Und dann könnt ihr hier drauf gehen, hier oben auf StereoTrader-Einstellungen. Und dann geht ihr hier auf Instrument und da müsst ihr die Volumenquelle aussuchen. Also, das heißt, wenn ihr jetzt zum Beispiel sagt, ich bin im DAX. Ich bin im DAX und ich möchte gerne das Level 2 vom F-DAX halt haben. Ja, machen wir das einfach mal schnell. Wie gesagt, was wäre der jetzt gekommen hier? Naja, 10 Punkte. So, aber wir können ja mal kurz. Genau, so, hier ist der DAX. So, dann gehen wir da mal rein auf StereoTrader-Einstellungen. Dann als Volumenquelle suchen wir uns jetzt hier den F-DAX aus. FDAX Z23 ist das. Gehen wir auf Anwenden. Dann aktivieren wir den Dom. Und wenn es alles gut läuft, weiß ich jetzt gar nicht. Ach nee, sieht man das eigentlich, wenn man hier auf Passiv ist? Muss man auf Aktiv gehen, wa? Dann sieht man da das Level 2. Wenn alles richtig läuft. Da ist es. So. Und da hat man jetzt das Level 2 vom Future. Aus dem F-DAX. Und als Ergänzung muss man natürlich auch die Futures dann entsprechend abonnieren, also die Genau, Marken also ganz und genau. Ne, freischalten lassen. genau, die Futures müsst ihr euch freischalten lassen auf der Seite von FX Flat oder beim Support anrufen. Und dann kostet für CME und die Eurex zusammen 50 Euro pro Monat. Aber die Gebühren fallen überall an. Also da, das sind die Gebühren der Börse, die erhebt. So, jetzt haben wir hier unten mal eine große Order, 50 Kontrakte, 30 Kontrakte. Markt haut erstmal davon ab. Mal gucken, was passiert jetzt, wenn er da durchgeht. Das wäre dann nochmal durchaus interessant. Also, da gibt es jemanden, der mit einer Limit-Buy-Order dort da ist. Normalerweise zieht es den Markt eigentlich immer dahin erstmal. Ja. Also, ich habe es gerne, dass die Order gehandelt wird, damit ich zumindest weiß, alles klar, ist gehandelt und dann. Wäre der Long hier die Idee?
Mal gucken. So, was halt natürlich hier in so einem Dom, also wenn man aus dem Dom heraus handelt, dann ist halt so, ich kann einfach, das kann ich hier im StereoTrader, klar, kann ich das hier auch so machen. Ich kann die Order dorthin legen, aber im Dom ist es einfach so, da kann ich hier reinklicken, wenn ich den aktiviert habe und klicke dann in das Feld rein, wo die Order halt ist und dann bin ich halt da drin. Das ist natürlich jetzt schon echt arg doof gewesen, dass der halt wirklich, wo lagen die Order? Auf der 30, auf der 300 wahrscheinlich. Ja, ein Punkt davor abgedreht ist. Das ist dann halt schon ein bisschen bitter. Ja. Jetzt ist so, wenn er nochmal runterkommt, also je öfter dass der jetzt dann da runterkommt, also beim nächsten Mal, da würde man den Long, könnte man den auch nochmal nehmen, aber danach müsste man den schon gucken, dann kann es auch sein, dann wird die genommen und dann haut der Markt nochmal 10 Punkte durch. Aber das wäre jetzt ein gutes Beispiel gewesen, wo der Order Flow, ja, ich habe jetzt zwar den Trade nicht, weil wie gesagt, ich möchte schon, dass die Order gehandelt wird, weil im normalen Fall kann man eigentlich im Nasdaq sagen, der holt sich die immer. Ja. Also die Order, die ist beim nächsten Mal nach unten, kommen auch da, weil das ist ein System, was da drin ist, ja, und was die Order dort parkt und die Order wird auch noch da sein dann. Ja. Mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit und jetzt brauchst du halt nur jemanden, der halt zeigen muss, ob er sie halt nimmt, die 15.300. Jetzt werden wir mal gucken. Jetzt können wir dann immer gucken nochmal, wie sich das auf dem Weg nach unten gestaltet, das Ganze. Das heißt, dann löscht man das nochmal und dann kann man sich das nochmal angucken. Ja. Und das ist halt hier, sieht man es vielleicht, oder wenn der Markt jetzt mal schnell hoch oder runter geht, dann sieht man immer nur ein, zwei, drei oder fünf Kontrakte. Ja, und trotzdem, wir haben ja keine Ahnung, im Nasdaq, wie viel hunderttausende Kontrakte oder Millionen Kontrakte da, 200.000, 300.000 oder so werden da, ich weiß gar nicht, oder, nee, sind es ja Millionen, Millionen Kontrakte umgesetzt, aber trotzdem durchs Orderbuch fliegen halt immer nur Einser, Zweier, Dreier Kontrakte und ganz selten halt mal 50er oder 100er Block. Ja. Naja, also das war da unten, das war ein gutes Level gewesen. Ja. Aber knapp davor. Also hätte das angehandelt, wäre ich auf alle Fälle, wäre der Long reingekommen. Mit 95%iger Sicherheit. Aber ist er halt nicht. Das ist dann halt manchmal, ist es so, dass man dann halt sowas verpasst, aber es ist halt besser, weil klar, wenn ihr jetzt das erste Mal seht, sieht das vielleicht auch spannend und toll aus, aber es ist schon so, der Nasdaq ist da halt auch ein ziemlicher Rüpel. Der macht das halt so, da liegt hier unten die Limit-Buy-Order bei 15.300, 100 Kontrakte. Und dann kommt der Markt halt hier an, wie so eine Dampfwalze, und dann dauert das hier eine Sekunde, fupp, und dann gibt es hier richtig so einen Spike dann nach unten. Man nennt das dann so ein Sweep. Da sieht man, dass nur auf einer Seite gehandelt wird über zwei, drei, vier Punkte. So, und dann geht es nochmal 10, 15 Punkte durch und dann kommt der Markt erst zurück. Und das will ich halt gerne vermeiden. Und deswegen möchte ich eigentlich, dass die Order immer gehandelt wird. Ansonsten, wer halt sagt, okay, ein Punkt Differenz und ein Stop-Loss von 3 oder 5 Punkten, ja, der wäre vielleicht dann hier genau am Tief drin. Das sieht halt manchmal auch echt cool aus, wenn man halt im Order-Flow einen Short oder einen Long drin hat und hat genau dieses Tief erwischt. Das sieht also, wenn das Dreieck genau dann da drin ist, ein Tief, ein blaues Dreieck oder ein blauer, ja, oder ein blauer Pfeil, dann sieht das schon manchmal schon nice aus, ja. Muss man schon sagen. Aber man darf da jetzt nicht zu viel drauf geben. Ja, es muss halt auch passen, weil solche Orders wie hier, die 60 Kontrakte, die kommen halt immer mal wieder. Aber es ist auch jeden Tag unterschiedlich. Ja. Mal sind es 60 Kontrakte, die den Markt halten, mal halten 250 Kontrakte auch überhaupt nicht. Ja. So, heute der Tag ist schon so ein Tag, wo das schon so eher das Thema ist. Und es gibt andere Tage, zum Beispiel, wo der Markt sehr erratisch läuft. Da ist es so, dass wir die Volumens halt so alles so immer im 5-Punkte-Abstand ist und eigentlich dazwischen braucht man gar nicht handeln. Ja. Jetzt gucken wir mal, vielleicht was hier mit den 60 Kontrakten passiert, ob die nochmal geholt werden. Ja. So, also gehandelt. So, jetzt erstmal kurz durch. Und das ist jetzt der Schnipper. Und den möchte ich natürlich dann bei sowas vermeiden, ja, wenn ich mich da reinstelle. So, sowas will ich da auf alle Fälle vermeiden. Genau. Und deswegen habe ich unten gewartet, dass die 15.300 gehalten werden. Ja, damit ich nicht, wenn ich jetzt davor die Limit Buy oder genau da drauf eingebe oder Limit Sell wäre es jetzt hier in dem Fall gewesen. Ja gut, das will ich jetzt hier auch nicht wieder sehen.
Also da einfach durchgenudelt das Ding jetzt. Ja, nerv, nerv. Ach, wir haben es schon 16:21. Da habe ich auch wieder viel geschnattert heute. Viel geschnattert, nichts gehandelt, aber ich hoffe, es ist trotzdem okay. Ja. Natürlich, wieder viele Informationen. Ich dachte gerade eben, ich gucke auf die Uhr und dachte, na, habe ich jetzt schon 16 Uhr rumgebracht? Naja, also ich kann ganz ehrlich damit nichts anfangen. Also es ist nicht die Struktur, die ich gerne haben möchte, die ich brauche, mit der ich was anfangen kann. Wir haben keine schöne Struktur. Also ich brauche halt so eine Struktur irgendwie für fallende Kurse, irgendwie Bewegung, Korrektur, Bewegung, also sowas hier. Oder irgendwie eine schöne Range haben wir ja jetzt ja auch nicht. Wir haben jetzt gesehen heute einmal hoch, einmal runter aktuell. Jetzt war hier gerade der Beginn einer Tendenz da, wo ich hier kurz so ein bisschen die Short-Seite aufgenommen habe. Jetzt genau, wo ich da schon anfange, in der Richtung zu denken, kommt aber wieder so eine lange 1-Minuten-Kerze nach oben, die das Bild jetzt schon wieder auf die andere Seite eventuell drehen könnte. Ja, dann ist halt so. Dann gibt es halt heute mal nichts. Ja. Und das Schlimme ist halt wirklich, wenn man dann so einen Trade halt macht, als Beispiel, man nimmt hier den Short dann im Trend oder so. Ja, und dann kommt so eine lange Kerze und dann packt man den Stop hier hin oder dann dahin und plötzlich dreht der Markt das Ganze dann so langsam nach oben. Ja, dann ist es halt, wird das halt, wie gesagt, extrem nervig, ja. So. Also ich habe da dann auch bei so einem Markt, das ist dann ein Markt, wo ich sage, okay, da habe ich halt keine Handhabe. Und das ist halt auch eine wichtige Entscheidung, schlussendlich zu sagen, wenn der Markt mir nicht liegt, Finger weg, mache ich halt was anderes. Oder schau in einer Stunde. Man kann auch sagen, okay, in einer Stunde oder 17 Uhr haben wir auch nochmal ein Bild und dann vielleicht um 17 Uhr sieht es dann besser aus. Dann gibt es vielleicht ein Setup, dann gibt es ein Szenario, was man handeln kann und dann ist es vielleicht auch wieder besser. Und dann kann man ja gucken. Ja, oder man sagt sich, ich habe es früher manchmal dann so gemacht, dann wirklich bis 20 Uhr gewartet, weil dann 20 Uhr, heute kommt ja auch nochmal die Fed Minutes raus, dass man dann halt da nochmal reinguckt und sagt, okay, bis dann habe ich ja sehr viel Entwicklung. Und vielleicht sieht es dann auch, das hat sich das Bild ein bisschen aufgehellt, sieht ein bisschen besser aus, ein bisschen klarer aus. Ja, also ich habe ja wirklich hier in dem Hin und Her halt keinen wirklich guten Ansatz. Ja. Und da merkt man halt auch, Scalp Trading heißt ja nicht zwangsläufig nur bei einem Markt halt, dass man jede Zeit 10 Punkte holen kann, sondern es das heißt aber auch, dass man halt auch das richtige Momentum mal halt abpasst und sagt, okay, ich habe halt eine gewisse Vorstellung von dem, wie der Markt zu laufen hat. Und wenn er es nicht macht, dann handle ich es nicht. Und ich warte halt auf meine Situation, ja, wenn die dann kommt, dann nutze ich sie. Und hier habe ich halt für mich, also ich für mein, wie ich halt handle, halt keine greifbare Struktur, nicht wirklich. So, und deswegen, ja, ist es so. Ja. Was soll ich anderes sagen? Ja, und deswegen, vielleicht merkt ihr das auch und sagt, Mensch, ich handle da vielleicht zu viel, auch in einer Phase, wo ich eigentlich gar nicht handeln sollte. Vielleicht da noch eine Anmerkung, was ich auch immer wieder Leuten mit auf den Weg gebe, die dann sagen, weil ja jeder Handel ist ja auch ein Aufwand von Energie. Und bei Energie ist es ja schon so, dass man dann vielleicht in so einer Phase seine ganze Energie, sage ich jetzt mal, verbraucht. Und dann, wenn es eigentlich schön wird, genau dann an dem Punkt ist, wo man sagt, ich kann nicht mehr, ich habe keine Lust mehr. Und dann kommen die schönen Bewegungen. Deswegen spare ich mir sowas auf. Und ich weiß genau, wenn, klar, wenn man jetzt jeden Tag handeln will, dann wartet man halt. Irgendwann wird schon was kommen. So. Jetzt wollte ich zum Ende nochmal auf die Twitch-Leute nochmal gucken. Da war weiter nichts gut. Passt. Ja. Ja, da gab es halt heute keinen Trader. Also wie gesagt, ich hab keinen Zugriff. 0, nichts Zugriff. Also es gibt auch, ich überlege gerade ja natürlich auch immer währenddessen hier, was hätte ich denn noch ein Setup gehabt? Und bis jetzt wäre es wirklich bis jetzt immer noch die beiden, also die beiden hier, der Long zur Eröffnung und der Short da oben, den ich sowieso nicht gehandelt hätte, das weiß ich. Also egal, ob jetzt mit oder ohne Webinar, da oben einen Short meine ich, ist so. Und der einzige, was noch vielleicht jetzt ein Trade gewesen wäre, wäre das hier gewesen, dieser Short hier. Das wäre, aber das wäre jetzt, hätte auch nicht wirklich was gebracht, weil wahrscheinlich hätte ich gedacht, na kommt, dann fall halt da unten durch, bis ans letzte Tief wenigstens, und dann kommt er halt hoch. Also da kann ich euch sagen, wenn ich da unten nicht die Entscheidung getroffen hätte, rauszugehen, dann wäre ich hier mit +2 Punkten rausgekommen. So, also das heißt, die 2 Punkte können wir am Ende auch schenken. Und dagegen hat man ja trotzdem ein Risiko von 10. Ja.
Und die Erkenntnis, also das Einzige, was ich euch mit heute auf den Weg geben kann, vielleicht zu sagen, wenn das Bild nicht so aussieht, wie man es braucht, dann halt erstmal nicht handeln, diszipliniert sein und auf seine Chancen warten und dann die Energie dort reinlegen, wenn es halt so aussieht, wie man es halt gerne braucht, wie man es kennt, wie es das Setup halt sagt. Ja. Und wer halt hier in diesem Fall hier schöne Setups hat und sagt, ach ja, ich handle hier 10 Punkte hin und her, ist ja auch okay. Also da hat ja, macht ja jeder seine persönlichen Erfahrungen und der eine sagt, es ist easy peasy. Und der andere sagt, Vollkatastrophe. Und ich sage, naja, ich habe nicht wirklich was, also von daher bleibe ich Seitenlinie. Genau. So, wenn das schon mal auch rübergekommen ist, dann kann das ja auch schon ein sehr, sehr, sehr wertvoller Hinweis sein. Ja. Gut, dann würde ich mal sagen, dann, ja, gedanklich Eine habe ich Frage ist sowieso. noch übrig. Ja. Auf welcher Plattform tradest du? Achso, ne, hauptsächlich bei hier MetaTrader 5 mit FX Flat. Aber ich trade auch noch über andere Plattformen, muss ich sagen. Und das wäre dann aber der Ninja Trader. Das Pendant dazu, was man auch mit FX Flat super verknüpfen kann, wäre dann die Atas Software, die FX Flat ja auch mit im Angebot hat. Ne? Ninja Trader, hattet ihr sogar mal auch sogar nicht sogar Ninja Trader mal gehabt? Weiß ich jetzt gar nicht mehr. Man kann es ja heute eben noch auch mit der TWS, mit unserem Depotkonto nutzen. Ja, genau, über die, genau, ja. Genau, über Interactive Brokers, genau, ja, stimmt. Ja. Also über White Label. Was ist das, FX Flat? Ja. TWS, ja. Depot. Ja. Naja. Also, wie gesagt, ich handle jetzt hier mit MetaTrader sehr viel, aber mein Prop-Trading, was ich auch noch mache, das geht nicht über MetaTrader, von daher. Ja. Und Aber es geht das ja hier um den Stereo Trader, von ganz daher. genau. Und das Allerschönste beim Stair Trader ist halt wirklich die Einfachheit. Das konnte ich jetzt noch nicht heute zeigen. Die Einfachheit im Management. Das ist halt im Future Trading über andere Plattformen wesentlich aufwendiger als im Stair Trader. Muss man ganz klar sagen, im Stair Trader auch gestern, ja, da macht man einfach seinen Trade, den schmeißt man halt an. Der dann auch nach einer gewissen Routine, also der Pryx, der zieht dann halt nach den Außenstäben das nach. Ja, dann stellt man seinen Abstand ein und lässt den halt machen. Ja, und entweder wird es halt richtig viel oder es wird ein bisschen weniger. Ja, und wenn man in einer guten Struktur ist, dann lässt man den halt einfach machen und kann sich dann halt auf weiteres Trading konzentrieren. Ja, und das gibt, sowas ist alles im Future nicht möglich. Im Future muss ich halt immer händisch, und wenn man halt anfängt, händisch dort rumzufummeln, dann ist es schon so, dass man dann auch immer mal sagt, ach komm, dann gehe ich halt raus. So, aber wenn man den Stair-Trader machen lässt und auch bereit ist zu sagen, okay, manchmal ist es ja wirklich so, dass ich auch, es ist zwar bei mir eher seltener, aber es gibt durchaus auch mal Trades, die dann länger laufen, weil ich halt bis dahin nicht ausgestoppt wurde. Und der Stair Trader halt den Stop schön nachgezogen hat, so wie das halt ich dann angegeben habe und auch mein Stop halt nicht geholt wurde. Und das ist natürlich ein super Vorteil. Und vor allem jetzt mal abgesehen vom Future Trading ist es natürlich auch mit FX Flat zusammen die optimalste Kombination herzugehen und zu sagen, ey, ich bin bereit halt mir auch die Future Daten das Level 2 zu holen. Vielleicht für mein CFD-Trading, man kann das ja auch monatlich wieder kündigen, wenn man merkt, es bringt mir halt doch keinen Vorteil. Ja, aber das wäre vielleicht noch, ich sag mal, vielleicht ein Schritt weiter wäre noch Daten anzubieten von Rhythmic, weil da hätte man dann ein längeres Orderbuch. Das wäre bei den volatilen Märkten ein bisschen besser. Aber ansonsten ist es halt schön, das zu haben, dass ihr auch im CFD-Trading dieses Mapping da machen könnt, wie ich das hier euch ja gezeigt habe. Ja, und könnt da in den Future reingucken. Also das ist natürlich das Allergeilste, muss ich mal so sagen. Ja, ich wollte das auch eigentlich sagen. Das geht's wirklich nur hier mit dem Stereo Trader, diese Ja, Funktion. Das ist das ist wirklich ja super. wirklich mega, weil wenn man da dann auch mal sieht im FDAX Trading oder im DAX CFD-Trading, dann plötzlich sieht, wo eine große Order ist, die man sonst muss man, wie gesagt, eigentlich sich eine teure Future-Plattform kaufen und so weiter und so fort. Und hier hat man alles all in one. Ja, und das ist schon, ja, das ist dann schon entsprechend ja, perfekt gelöst vom Dirk. Also da 3 Daumen hoch. Ja. Na, so. Also das muss man ganz klar sagen.
Ja. Also die Plattform soll, also die Kombination sollte man wirklich aus, also unbedingt testen. Also wer sowieso CFD-Trading macht, wie gesagt, ich habe heute keinen Trade gemacht, gestern, aber auch vom Setting her gibt da noch tolle Order-Funktionalitäten. Diese Limit-Pullback-Funktion, von daher ist genauso ein super Tool, gibt es auch im Future Trading halt nicht. Also wenn man jetzt an einer anderen Plattform dort handelt, ja, also das alles soll so ein Alleinstellungsmerkmal vom Stereo Trader, ja, ganz klar. So, naja, gut, also hier unten 15.300, da habe ich jetzt gerade nicht aufgepasst an der runden Marke im Future, ist halt auch immer so, mal gucken, ob hier, ja, der wurde gar nicht viel gehandelt. Runde Marke werden auch in den Futures immer wieder gerne, also findet man immer wieder auch an den großen runden Marken entsprechend dort das Ganze. Dass da immer mal auch viel gehandelt wird. Ja, also wir können mal gucken, vielleicht, gut, jetzt habe ich es ja zwischendrin gelöscht, aber so auf den 50er Leveln wird dann auch, also rund 0 und 50 ist eigentlich immer nicht. Ja, hier sieht man es auch, hebt sich ein bisschen raus, heute jetzt nicht ganz so krass, aber es gibt durchaus Tage, dass an solchen Bereichen denn, also 50 und 0er Bereiche oder 100er Bereiche, gerne viel. Im Dings Future, im Nasdaq Future kann man immer noch mal zwei, also wer sich damit befasst, auf zwei Werte gucken, das sind 20 und 80. Da gibt es halt wirklich manchmal so punktgenau oder wirklich, dass der Markt halt von 20 zu 80 läuft oder von der 80 zu 20. Also hinten, ja, die letzten beiden Zahlen findet man auch immer mal wieder sehr, sehr gute Möglichkeiten. Aber kann man jetzt auch nicht einfach verallgemeinern. Genau. So. Dann. Oh ja, Dirk schreibt noch, soll ich mir nochmal angucken. Ich denke mal, also ich meine, ich kenne ja zumindest Dirk ein bisschen seinen Handel. Da. Warte mal. Ich habe ja gar nicht den DAO offen. Ah doch, hier, US30. So, guck mal rein, DAO. Long-Struktur entwickelt sich, schreibt der Dirk gerade noch. Das hauen wir uns hier nochmal ran. Also hier hat der Markt das schön umgedreht, von dem Tief raus, so eine schöne Powerkerze. Also wenn es da jetzt nicht, das nicht abbricht, das hier ist jetzt gerade der 15-Minuten-Chart, mal gucken. Die Stunde, ja, also das wäre natürlich schön, wenn jetzt, also da glaube ich schon, wenn das hier für die Stunde jetzt ja gut läuft. Ja, haben zwar jetzt noch ein paar Minuten, 25 Minuten, aber das wäre jetzt natürlich dann schön umgedreht. Nochmal ein neues Tief gemacht. Ja, das glaube ich da. Aber das darf der Dirk alleine machen. Und sich da durchquälen durch den Long. Ja, macht das mal. Genau, aber vom Ansatz her auch richtig gut. Die 15 Minuten hier zumindest gegen die Schwarze umgedreht. Also das muss er halt nur noch nach oben auflösen. Also ich, wie gesagt, ich kann jetzt ja nicht das mit Dirk seinen Worten wiedergeben, dafür ist er ja zuständig. Aber vielleicht schaltet er sich ja nochmal auf. Dirk, willst du nochmal heute live gehen? Das hat er ja auch vielleicht vorgehabt. Kann ich ja hier fragen, dann kann ich die Leute alle rüberschicken. Genau. Oder morgen. Ich glaube, das waren so die Morgen. zwei Optionen. Und morgen vielleicht mit Andreas. Ja. Also hier kommt nochmal die Frage, ob es sich lohnt, auf den Stereo Trader zu wechseln. Also unbedingt. Also ich weiß ja nicht, mit was für Tools ihr jetzt handelt, aber ich weiß nur jeden, den ich den Stereo Trader empfehle, der sagt sich, warum, also da kommt ganz oft, warum habe ich es halt nicht früher gemacht? Ja, man muss sich da natürlich trotzdem reinfuchsen. Das ist halt ein neues Tool, aber die Order-Funktionalitäten, die es da halt gibt, und es gibt auch sehr gute Einsteiger-Videos oder auch einen ersten Überblick, auch bei mir auf der Seite, wenn ihr hier drauf geht auf skype-trading.de, da ist der Stereo Trader hier prominent platziert. Da ist der Trader und da sieht man auch nochmal die Funktionen. Die habe ich hier im Detail auch nochmal geklärt. Ihr könnt hier auch auf mehr Funktionen gehen und der Dirk hat auch nochmal so eine Einsteigerserie hier auch nochmal gemacht. Also von daher schaut euch das an. Ja, man muss sich natürlich da Zeit nehmen und hier seht ihr nochmal, so sieht es ja bei vielen aus, so wie links.
Ja, da, also das, was man hier links sieht, so sieht es ja bei vielen aus. Und da ist der Stair Trader halt. Ich sehe ganz genau, wo bin ich Break-Even. Ich sehe ganz genau, wo ist mein Take-Profit. Ich kann das hier alles mit einem Klick verschieben und kann hier mit einem Druck einen Trailing aktivieren und so weiter und so fort. Also da könnte ich jetzt nochmal eine Stunde referieren darüber. Ja, aber schaut euch das mal an. Ich glaube, hier, das ist die Limit-Pullback-Funktion, wo der Markt halt auf sowas drauf tritt und dann nimmt er mich mit nach unten, ja, und nimmt mich dann halt mit rein und oder nimmt mich halt ein Stück mit runter. Ja. Das war jetzt für einen TP hier gewesen am Ende als Limit-Pullback, ja, und ich verdiene damit halt mehr. Also ich bin hier short. Warum geht denn das hier nicht groß da? Sieht man uns nicht. Irgendwie ist das Video verrutscht. Ja, und man holt dann halt ein paar Punkte mehr noch raus, als wenn man einfach mit einem Limit rausgeht, ja. Also da kann man schon viele, viele Punkte dazu. Also ich kann es empfehlen. Zu 100%. Und das sage ich jetzt nicht nur, sondern sage ich, weil ich davon wirklich überzeugt bin, von der ganzen Geschichte. Ja, und ich kann ja euch mal sagen, der Dirk hat mich mal ganz früher, hat er mich gesagt, du musst den Stair Trader mal, den Stair Trader, den musst du probieren. Dann habe ich mir den installiert und habe gesagt, es geht gar nicht. Weil da, wo ich das angefangen habe, und das ist ja immer wieder ein großer Dank an Dirk, war das noch so. Und er sagt, ich als Skype Trader, ich habe keinen Bezug. Mir fehlt hier dieser Bezug zu dieser Linie. Der fehlt mir hier. Das hier fehlt mir. Wenn man das Ding einklappen kann, dann bin ich dabei. Und wenn du noch so ein Tool machst, wo man hier einfach kaufen, verkaufen kann, hat er gemacht. Mein Skype-Terminal hier. Also das ist sozusagen auf so ein bisschen auch mit auf meinen Mist gewachsen. Ja. Und jetzt ist das ja schön clean. Jetzt habe ich den Bezug zu meiner Linie, der wird nicht gestört mit diesem Tool. Ich habe das hier habe ich nie auf. Das habe ich nur auf, um hier mein Stop hier einzustellen und das war's. Ja. Oder wenn ich dann nochmal noch einen Trail kann ich auch aus dem Chart raus aktivieren und hier nochmal die Abstände einstelle. Das ist das eine, warum ich sowas halt nutze. Aber ansonsten ist das immer zu und ich mache alles hier oben raus. Ja. Super gut, Dirk. Ja. So, gut. Das war eine schöne Lobhudelei auf den Dirk und seinen Stereo Trader. Dann ja, war es heute ohne einen Trade trotzdem. Danke für eure Fragen. Danke, dass ihr so lange dran geblieben seid. Der Dirk hat jetzt nichts geschrieben, dass er nochmal live gehen will, oder? Nee, er Und meinte nicht wirklich. gut. Sonst hätte ich die Herrscharen, die Tausende von Leuten hier online rübergeschickt. Ja, so, und ich bin, also ganz ehrlich, wenn ich das Chartbild sehe, ich bin froh, dass ich keinen Trade gemacht habe. Es wäre für mich wirklich. Ja. Genau. Nee, der Dirk, der macht heute nicht weiter. Aber trotzdem, wie gesagt, kein Trade ist manchmal auch ein guter Trade. Vorhin hat es jemand nochmal geschrieben. Ich bin durch für heute. Ich mache auch Feierabend. Ich schaue mir das Ding nicht nochmal an. Und lass das hier alles so sein, wie es ist. Und ja, lass den Markt Markt sein. Und wünsche euch eine schöne Zeit, eine gute Zeit. Wenn ich in meinen schlauen Kalender gucke, Jahreskalender, dann sehe ich, Nelson, dass wir uns im November wiedersehen. Da habe ich auch wieder so Vollgas. 8. Dienstag. November. Ja, Dienstag Live Trading, Mittwoch Live Trading mit FX Flat. Auch wieder alles um 15 Uhr. Da muss ich ja halt gucken. Ach nee, doch, doch passt. Weil da ist dann wieder 15:30. Sonst hätte man das eine Stunde früher machen müssen. Aber ich sehe in meinem Kalender, dass am Montag dann wieder die Börse normal 15:30 losgeht. Die Woche davor. Ist das nur eine Woche diesmal? Ende Sommerzeit, Anfang. Zeitumstellung. Ja. Ja, Ich dachte, es ich sind glaube, zwei Wochen. Es Winterzeit ist eine Woche. ist eine Woche, aber bei Sommerzeit sind es, glaube ich, zwei. Kann das sein? Genau. Keine Ahnung. Aber ich kann es dir sagen. Also, wenn ich das jetzt selber nicht verwechselt habe, so sollte es sein. Ja, eine Woche Unterschied. Und ja, bei der Sommerzeit sind es zwei Wochen Unterschied. Ja, dann haben wir es ja richtig. Dann haben wir es richtig, wa? So. In dem Genau. Sinne, ich freue mich. November, zur kalten Jahreszeit, da ist es dunkel, da können wir länger machen. Und bis dahin, lasst es euch gut gehen. Vielen Dank für euer Dabeisein und ja, Glückwünsche gehen raus an den Stair Trader, an FX Flat und vielen Dank für die Webinarreihe. Bis dahin, ciao, ciao.
Dankeschön, Heiko, für das Webinar heute. War wieder sehr informativ und lehrreich. Hat Spaß gemacht. Vielen Dank an Dirk fürs Vorbeikommen hier für den Besuch. Und natürlich danke an Twitch und Andreas. Und wer Dirk live sehen möchte, der kann das heute Abend wieder tun, wenn er dann wieder live streamt und sein Video für morgen macht. Also einfach mal vorbeischauen. So gegen 23 Uhr sollte er online sein. Aber er kann ja in seine Facebook-Gruppe Schaust du auch das entsprechend. Mason oder bist du da schon im Bett? Ich kann nicht ins Bett gehen, bevor ich das nicht geguckt habe. Ich bin immer live Ah, dabei. stimmt. Nein, nein, natürlich. Also vielen Dank an alle für die Teilnahme. Noch einen erfolgreichen Tag, eine erfolgreiche Woche und passt auf eure Position auf. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ja, ciao, ciao.